Ja, hi, schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen zu dem Vortrag Nach uns die Sintflut, die Annexion der DDR, die BRD und ihre Treuhand von Unentdecktes Land e.V., der hier vorgetragen wird von Ringo. Ja, genau. Das ist ein Teil unserer Reihe 30 Jahre Wiedervereinigung, kein Grund zum Feiern. Und die vorherigen Vorträge, falls ihr da nicht da sein konntet, die findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, vorab, also der Vortrag hat mehrere Abschnitte und nach jedem Abschnitt ist die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen oder zum Beispiel Fragen zu Quellen oder so. Aber bitte noch keine Diskussionsfragen, die kommen dann am Schluss. Und wenn ihr euch melden wollt, könnt ihr entweder einen Chat in den Stern machen oder und dann werdet ihr drangenommen oder ihr schreibt eure Frage rein. Ja, der Vortrag wird auf unserem YouTube-Kanal hochgestellt werden. Der Chat ist da nicht zu sehen, aber wenn ihr sprecht, dann ist dann ist eure Stimme auch mit auf dem Video. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Ja, dann werde ich euch jetzt noch ein bisschen was über den Verein Unentdecktes Land e.V. erzählen. Und zwar kam die Idee, den Verein zu gründen im Jahr 2014. Da haben nämlich Leute Großtransparentaktionen am Alex gemacht gegen die staatlichen Mauerfallfeierlichkeiten. Ja, es gab ein ganz großes Transpi, das war nämlich 50 Meter lang. Und die Schrift war, diese Grenze wurde aufgehoben, damit wir gemeinsam wieder in den Krieg ziehen. Ein Jahr später, also 2015, gründete sich dann der Verein Unentdecktes Land e.V., wo Mitglieder aus ganz vielen verschiedenen linken Zusammenhängen sich organisieren. Und der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte vom Werden, Wachsen und die Annexion der DDR auf die Straße zu tragen und unter die Leute zu bringen und zur Diskussion zu stellen. Ja, und was auch ein wichtiges Feld der Arbeit des Vereins ist, wird halt oft das Thema DDR durch Rechte vereinnahmt und dem möchte der Verein was entgegenstellen. Da gibt es zum Beispiel die Kampagne Ossis gegen Rechts des Vereins. Und der Verein Unentdecktes Land hat auch eine große Outdoor-Ausstellung namens Unentdecktes Land. Und es hat 2 Jahre gedauert, die vorzubereiten. Und da ist eine große Ausstellung zur Geschichte der DDR und bis über die Annexion der DDR hinaus entstanden. Ja, genau. Und der Verein Unentdecktes Land e.V. arbeitet gerade auch an einer Vortragsreihe zum Thema die DDR und das andere deutsche Gesundheitswesen. Jetzt habe ich schon total viel gesagt, dann übergebe ich an Ringo. Ja, ich sage danke und hallo und natürlich nochmal auch danke an die Linksjugend für die Einladung. Kurz zu mir, mein Name ist Ringo Ehlert, ich bin 42, Produktionsarbeiter aus Berlin. Bin ja vor 20 Jahren eingewandert. Weiteres zu meiner Person, ich bin natürlich sehr aufgeregt. Bin noch nicht so firm in diesen Online-Geschichten hier, da ziemlich neu. Und ich hoffe, in den kommenden Stunden mehr Aufmerksamkeit als Ermüdung zu erzeugen bei euch. Ja, der Vortrag hat auch eine ganz schöne Länge und ist eine ganz schöne Packung. Da sollten wir dann gut auf die Pausen achten. Ja, jetzt aber zum Vortrag. Nach uns die Sintflut, die Annexion der DDR, die BRD und ihre Treuhand. Wenn ich zu leise bin, müsst ihr dann euch melden. Aber vor allem auch, wenn ich dann irgendwie irgendwann mal nuschelig werde, dann muss irgendjemand dann schreien, weil ich dann die Angewohnheit habe, wenn ich dann irgendwie immer schneller werde und dann mich keiner mehr versteht. Ja, wir fangen direkt mal hier bei dem Titelbild an, wo wir schon mal da sind. Das wird ja auch gleich verschwinden, das Titelbild. Da sehen wir links die Frau Birgit Breuel, nachdem das Zerstörungswerk der Treuhand abgeschlossen war, hat sie da 1994 dieses Schild
von der Zentrale in Berlin abgeschraubt und war lächelnd zufrieden, das endlich alles geschafft zu haben. Ne? Natürlich ist die Treuhandarbeit nicht vorbei, aber die Organisation unter dem Namen Treuhand, die ist damit aufgelöst worden. Ja, die Frau Breuel war ja da damals wirklich ein A-Promi in ostdeutschen Landen und natürlich eher unbeliebt. Sie war Nachfolge des ermordeten Treuhandpräsidenten Rohweder. Man geht davon aus, dass der von der RAF umgebracht wurde. Ja, die Annexion geht natürlich auch ohne diese Treuhand mit diesem Namen weiter, hat einen anderen Namen bekommen, die Behörden. Und das ist nicht mehr ganz so laut, nicht mehr die Schlagzeilen wie damals, nicht mehr die Demonstrationen. Ab und zu mal ploppt eine Meldung in der Presse auf, dass wieder mal 10.000 Hektar DDR-Ackerland verscherbelt wurden. So in diesem Bereich läuft das ab. Aber wie gesagt, die Sache ist nicht beendet. Aber die sind natürlich auch ganz froh, dass das alles unterm Radar bleibt und nicht mehr so ein Aufsehen erregt wie damals. Dazu aber am Ende des Referats noch ein bisschen was. Auf dem rechten Bild sehen wir übrigens auch ein Treuhandschild mit einer Treuhandinschrift. Aber das ist um einiges älter, das Schild. Und auch um einiges weiter östlich aufgenommen, nämlich vermutlich in der Ukraine 1942. Und das Schild weist auf die neue Maschinenfabrik in Kramatorsk hin, die unter treuhänderische Verwaltung gestellt wurde, nachdem sie praktisch der deutsche Imperialismus im Zuge des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion erbeutet hat. Und dann praktisch der Herr Friedrich Krupp, die Friedrich Krupp AG, das dann weitergeführt hat. Also schon damals hat der deutsche Imperialismus nach feindlichen Übernahmen von ausländischen Volkswirtschaften da die eine Treuhand eingesetzt. Ja, im Zuge des Referates werden wir halt noch mehr oder vielleicht auch sofort noch mehr hören über die Kontinuitäten deutscher Treuhandpolitik. Ja, dann starten wir mal durch und kommen zur Hauptgliederung des Referats. Da haben wir erstens die Einleitung, klar. Zweitens denn der eigentliche inhaltliche Teil vor, neben und hinter der Treuhand, Arbeitsweise der Treuhand. Dann versuche ich mal ein Fazit zu ziehen und normalerweise würde noch ein Abriss kommen der ökonomischen Situation der DDR, aber das ist aus Zeitgründen hier nicht so vorgesehen. Also beim Fazit wird das dann enden. Ja, nach jedem größeren Abschnitt wird eine Zusammenfassung von mir kommen. Das ist erkennbar an dem doch sehr strahlenden Blau der Tafel. Und das mache ich nicht nur wegen euch, sondern auch wegen mir, weil ich sonst immer mehr ins Zerfransen gerate und hoffe, dass mir auch selber diese Zusammenfassung da ein bisschen Linie gibt. Ja, das Thema Treuhand, wie wir alle wissen, ging auch nicht an den bürgerlichen Medien vorbei. Zu brachial war das Vorgehen der BRD, vertreten durch die Treuhand. Zu viele Menschen hat das betroffen und zu groß war auch der Graben zwischen offizieller Behauptung und Wirklichkeit zum Akt der sogenannten Wiedervereinigung. Zu groß war auch der Bruch von Gesetzen und übrigens auch der Bruch der Regeln der sogenannten Marktwirtschaft, also wie wir sie in der tollen Sozialkundeunterricht immer lernen mit Verkäufer und Käufer und Nachfrage und so. Ja, auch das hat man doch da ziemlich verzerrt und da kommt dann die Frage auf, welches Ziel die Treuhand überhaupt hatte. Dazu dann mehr. Und natürlich im Endeffekt auch das Ergebnis ist natürlich auch skandalös. 85% des Volkseigentums erhielten die westdeutschen Konzerne und Banken und die Eigner von Unternehmen dort. 10% gingen ins Ausland und 5% von ihrem ehemaligen Eigentum durften in Tatsache die Ossis behalten. Das hat sich dann dargestellt in kleinen Firmen oder auch größeren Firmen und viele sind davon eh wieder pleite gegangen. Ja, letztendlich war es die größte Zerstörung gesellschaftlichen Reichtums zu Friedenszeiten. Und natürlich ist auch die Menge der Zeugen sehr groß, nämlich 16 Millionen DDR-Bürger. Deshalb ist es doch sehr in die Schlagzeilen gekommen. Und natürlich auch immer praktisch, wenn man einen Schlagzeilen macht, dass man auch jemanden hat, auf den die Schlagzeilen zielen. Das ist natürlich immer die Treuhand. Die Treuhand hat damit auch ihre wichtigste Aufgabe oder eine ihrer wichtigsten Aufgaben waren, praktisch der Mann fürs Grobe zu sein und ein Schild zu sein für Regierung und Staat, die dahinter verschwunden sind. Immer war denn die Treuhand im Blickfeld, da waren die Demonstrationen, da war der Protest, die es verhasst, ne? Dass dahinter Staat und Regierung gesteckt haben, ist weitgehend ausgeblendet. Ja, wie gesagt, in den bürgerlichen Medien groß vertreten, auch übrigens durch TV-Dokumentationen. Und aus diesen habe ich auch ein paar Clips entnommen. Das ist Beutezug Ost, ZDF 2010, Kampf am Gartenzaun, dem gehört die DDR im MDR. Goldrausch, die Geschichte der Treuhand, das war im ARD. Und die Erben der Treuhand, das war auch ZDF. Ja,
Dann mal zur Einleitung, ein bisschen was zur Einleitung, genau. Ja, klar, dieser Schwurbelbegriff Workshop ist natürlich hier gewählt worden, um ein bisschen zu verdecken, dass es eigentlich ein überlanges Referat ist. Und es ist selbst noch gekürzt worden, weil es eigentlich noch drei Komplexe mehr beinhaltet. Aber ich glaube auch, trotz dieser Länge kann man hier nur eine grobe Dokumentation abgeben über die Maßnahmen des Staates BRD beim Anschluss der DDR an sein Gebiet. Der Fokus dieses Referats liegt ganz klar auf dem ökonomischen Aspekt dieser Annexion. Im Vordergrund steht die Überführung des Eigentums der DDR-Bevölkerung in den Besitz des Staates BRD, also sprich westdeutsche Banken und Konzerne dann untergereicht. Es geht um die Ausschaltung der Funktionen der DDR-Wirtschaft. Es geht um die schiere Zerstörung. Riesige Teile des DDR-Volkswirtschaftssystems wurden ja einfach nur wirklich stillgelegt und gewaltige Werte wurden dabei vernichtet. Es geht auch um das Vorgehen der BRD gegen jegliche eigenständige wirtschaftliche Entwicklung im Osten. Und natürlich alles unter Bruch dann letzten Endes des Gesetzes der DDR, was ja noch eine Zeit lang da wirkte, und des Gesetzes der BRD auch. Ja, der Vorzug, wenn man sich auf den Aspekt Ökonomie konzentriert, ist, dass praktisch es hier um Zahlen geht und um kalt dargestellte Verhältnisse. Und das macht es ein bisschen leichter, durch diesen ganzen Kitsch und Schmuh von der friedlichen Revolution als schönsten Moment der Deutschen so ein bisschen durchzuschneiden. Und da legen sich Sachen tatsächlich schneller offen zutage als bei anderen Aspekten. Ja, der Nachteil ist, dass man natürlich Gefahr läuft, andere Sachen aus dem Blick zu verlieren. Und man darf nicht vergessen, die Annexion eines Staates ist natürlich ein sehr brachialer Akt und dadurch restlos alle Ebenen der Gesellschaft geht, bis in die kleinsten Kapillare, durch Familien durch, am letzten Endes auch durch Menschen durch. Und uns muss einfach bewusst sein, dass die Annexion der DDR nicht nur die Zerstörung ihrer Wirtschaft ist, sondern natürlich auch die Zerstörung ihres Antifaschismus im Bewusstsein und in der Tat oder der antifaschistischen Erinnerungskultur dieses Staates, die wir eigentlich ganz gut gebrauchen könnten jetzt. Es ist die Zerstörung ihrer Kultur, Zerstörung eines weltweit einzigartigen Sozialsystems und natürlich auch die Zerstörung eines humanistischen, modernen Bildungssystems, einer Wissenschaft, einer Forschung und letzten Endes auch die wesentlichen Ergebnisse der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung im Osten. Dazu dann vielleicht nochmal nach den Referaten mehr. Uns muss weiterhin bewusst sein, dass die DDR und wenn es hier um DDR und BRD geht und um diesen Anschluss, dass es eben nicht nur um Westdeutschland und Ostdeutschland geht, sondern eigentlich auch um eine doch permanent ablaufende, hinter den Kulissen doch verhängnisvoll wirkende Entwicklung, sprich die Entfesselung dieses deutschen Imperialismus auf den dritten Anlauf zur Großmacht mit weltweiten Interessen. Und deshalb sollte auch nochmal unterstrichen werden, das ist ja mal alles sehr zentriert auf Treuhand, die Ostdeutschen gegen Geschlecht und so, auf Arbeitslosigkeit und Sozialabbau, auf Betriebe und Kombinate, die kaputtgeschlagen wurden, aber natürlich im Vergleich zu Bomben, die man auf den Kopf kriegt, wie in Belgrad, oder Bürgerkriege wie in der Ukraine, was alles sehr zu tun hat mit dieser Annexion der DDR, das ist weitaus schlimmer. Das sollte nochmal unterstrichen werden, dass es die Folgen für die Ostdeutschen im Vergleich zu den Folgen auf andere Staaten beim Ende der bipolaren Weltordnung doch weitaus gravierender waren. Ja, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, sondern jetzt erst gesagt, die DDR ist halt nicht nur alleinige Sache der DDR-Bürger, sondern eben auch ein internationales Projekt, eine internationale Friedenssicherung, die nun nicht mehr da ist. Ja, die Treuhand ist ja jedes Jahr zu den Jahrestagen natürlich immer ein bisschen Thema. Das, wie gesagt, ich habe ja auch die Dokumentation da aufgezählt. Dort wird sie in einer ganz besonderen Art behandelt. Nämlich die Treuhand wird immer dargestellt als ein autonom agierendes Gebilde, irgendwie ein Staat im Staat, der dann auch irgendwie abseits von der BRD, von dem Staat stand und von der Bundesregierung als eigenständiges Objekt irgendwie. Und natürlich wusste am Ende keiner, was diese böse Behörde gemacht hat. Alle sind aus den Wolken gefallen in der Regierung. Und letzten Endes ist sie ja sowieso eine Erfindung der Ostdeutschen. Am runden Tisch von der Modo-Regierung wurde sie ja initiiert und da soll sich mal gar keiner beschweren. Dann ist die Treuhand natürlich immer sehr oft dann der Tölpel, der praktisch da jetzt in den Osten gestolpert ist und man wusste gar nicht, was hier los war und war auch vollkommen falsch informiert über die DDR-Wirtschaft und dann hinterher erstmal aus allen Wolken gefallen, was ist denn hier los? Und natürlich war auch immer die beliebte Erklärungsmodell, was wir hier machen, ist vollkommen neu und da gibt es noch kein Handbuch für und wir gehen hier selber auf Neuland und dessen soll sich mal keiner aufregen. Ja, und dann ist die Treuhand natürlich auch immer praktisch
der Skandal an der Treuhand ist denn eigentlich immer doch sehr die Einigungseinheitskriminalität. Also dass die Treuhand nur die Bühne war, die Treuhand ein hehres Ziel hatte, was dann aber praktisch verfehlt wurde und viele, viele Kriminelle haben diese Treuhand ausgenutzt, so ein bisschen. Ja, all dem möchte ich in meinem Referat ein bisschen widersprechen und da versuche ich das auch ein bisschen zu untermauern. Ja, letztlich war sie die Behörde fürs Grobe. Das Grobe war, was alle gemerkt haben, was offensichtlich war, das Schleifen von tausenden Betrieben, Skandale hier und dort und natürlich das Verschleudern des DDR-Eigentums, aber auch das Verschleudern von Steuermitteln auf dem Rücken dann aller in Ost und West. Ja, und hinter dem Groben, da war das Feine. Und das Feine ist nicht so offensichtlich und war doch aber ungleich zerstörerischer als die Arbeit der Treuhand. Und darum soll es auch in dem größten Teil dieses Referates gehen, um die Maßnahmen des Staatsapparates der BRD, auch durch das Parlament der DDR hindurch, die praktisch die Weichen und die das Fundament für die Treuhand dann hingestellt haben, dass es denn so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja, soweit zur Einleitung. Kommen wir zum ersten Thema. Achso, jetzt haben wir erstmal den inhaltlichen Kern, der ist in 6 Bereiche aufgegliedert, die wir dann abhandeln werden. Da haben wir erstens die staatliche Planung der BRD zum Anschluss der DDR im Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung ab den 50er Jahren. Zweitens der Anschluss vor dem Anschluss, die juristische Negierung des Volkseigentums und die Durchsetzung bundesdeutscher Interessen in der Volkskammer der DDR. Drittens die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, Ausschaltung und Entwertung der ostdeutschen Wirtschaft. Viertens Rückgabe vor Entschädigung, wem gehört der Osten? Fünftens die Erfindung der Altschulden und die Übernahme der DDR-Banken. Und sechstens Arbeitsweise der Treuhandanstalt, Wertermittlung nach Entwertung und die Bewältigung des Mengenproblems. Hört sich sehr viel an, ist auch sehr viel. Ich hoffe, ihr kriegt einigermaßen über die Bühne, ohne dass alle einschlafen. Wir kommen zum ersten Thema. Planung der BRD zum Anschluss der DDR im Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung ab den 50er Jahren. Da sehen wir auf dem Bild schon so eine Ausarbeitung dieses Forschungsbeirates. Ja, es ist erstaunlich, dass man doch Sachen, die 1989 in der DDR abgelaufen sind oder ab da abgelaufen sind, doch weitaus besser verstehen kann, wenn man sich mal die BRD anguckt, und zwar in den 50er Jahren. In den 50er Jahren war die Spaltung Deutschlands ja nun wirklich komplett vollzogen und dem Machtbereich des deutschen Imperialismus waren mal eben 100.000 Quadratkilometer weggenommen worden und 6 Millionen Menschen. Das war natürlich ein harter Schlag für die Deutsche Bank und alle weiteren Konzerne und natürlich war man auch sehr außer sich, dass im Osten das Potsdamer Abkommen umgesetzt wurde. Das hat man allerdings so hingenommen und eigentlich stand immer auf der Tagesordnung, jeweils in den 50ern, ne, das wird sich nochmal alles ändern und wir werden hier sogar militärisch uns das alles wiederholen. Es wird ein Rollback des Sozialismus geben und da war auch ganz groß denn diese Vokabel vom Tag X. Also auf jeden Fall, wie auch immer, man hatte auf jeden Fall im Blick, das ist nicht das letzte Wort gesprochen, ne, das wird nochmal anders laufen. Und was machen wir, wenn es anders läuft? Also wenn wir Tatsache diese DDR uns zurückholen oder dieses Gebiet wieder anschließen, ne, in den 50er Jahren, was machen wir denn? Wir brauchen da ein paar Experten, wir müssen da ein paar Planungen in der Schublade haben. Wie gehen wir mit so einer fremden Wirtschaft, Volkswirtschaft um, wenn wir die DDR wieder anschließen? Und deshalb wurden auf Initiative des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen am 24. März 1952 wurde der legendäre Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands gebildet. Ein Wiedervereinigungs-Think-Tank einer ganz besonderen Expertengruppe. Ja, welche Aufgaben hat dieser Forschungsbeirat gehabt? Erstmal ging es darum, einen Katalog zu erstellen mit vor allem ökonomischen Maßnahmen, wie man denn die Wiedervereinigung Deutschlands in Worten und die Annexion der DDR in Taten, was man da braucht an ökonomischen Maßnahmen, um das alles wieder so ein bisschen anzugleichen und die alten Verhältnisse zu restaurieren. Damals in den 50er Jahren, wo man sich noch eingebildet hätte, es gibt hier nochmal einen richtigen militärischen Schlag und wir holen uns das alles wieder. Also praktisch, wo es immer um den Tag X ging, den man ja erhofft hatte, am 17. Juni denn zu bekommen. Da gab es halt von diesem Forschungsbeirat wirklich konkrete ökonomische Sofortmaßnahmen, die dann zu treffen wären. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Forschungsbeirat war auch die Frage der Währungsunion. Also wie gehen wir mit der Währung der DDR dann um, wenn der Anschluss erfolgt ist? Darauf kommen wir nochmal zurück. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, vielleicht sogar der wichtigste ökonomische Punkt. Und natürlich war ein vorrangiges Ziel, genau zu definieren, wie werden welche volkseigene Betriebe dann wie reprivatisiert und so weiter.
Ja, ab 1954 wurde es dann im Westen den Leuten so ein bisschen klar, den Leuten am Abzug, dass der Warschauer Vertrag militärisch nicht zu bezwingen ist, außer man hat Lust darauf, sich selbst zu vernichten. Und jetzt ging es natürlich einen Gang langsamer und die Wiedervereinigung war nicht mehr auf der Tagesordnung. Man sprach jetzt von Wandel durch Annäherung. Aber auch da hat der Forschungsbeirat fleißig gearbeitet, übrigens bis ins Detail. Also zum Beispiel das Runterfahren des DDR-Fahrzeugbaus oder das Runterfahren der Kaliindustrie in Thüringen, das sind Sachen, da hatte man, auf die Idee ist man schon wirklich in den 50er Jahren gekommen und auch später, faktisch, wie man Konkurrenz dort ausschalten muss, welche Monopole praktisch auf was zugreifen werden. Ja, und wie gesagt auch, oder nicht wie gesagt, sondern jetzt das gesagt, muss das abgewinnen. Die Übernahme und Bereinigung der DDR-Außenmärkte. Denn in den 80er Jahren haben wir eine Entspannungsphase und die Wiedervereinigung ist noch mehr von der Tagesordnung runter. Und der Forschungsbeirat geht so ein bisschen in den Hintergrund, ist nicht mehr ganz so wichtig. Aber was immer weiter abläuft, ist die intensive Analyse des Zustandes der DDR-Wirtschaft, der Struktur und was da gerade so läuft. Also das nochmal zum Thema, weil ja mal gesagt wird, keiner wusste, was im Osten los ist wirtschaftlich. Also das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen hat extra einen Expertenrat gehabt, der permanent sich angeschaut hat, was im Osten wirtschaftlich abläuft. Ja, ab 1985 war natürlich dann, hat sich der Zerfall des Ostblocks abgezeichnet und der Forschungsbeirat bekam wieder Aufwind unter den Flügeln. Jetzt stand eine Annexion auf der Tagesordnung hinter vorgehaltener Hand. Es hat sich ein Zeitfenster geöffnet. Wir wissen ja, Helmut Kohl hat ja gesagt, das ist jetzt ein gutes Zeitfenster dafür. Und man gab übrigens auch Tipps für die Verschärfung der Krise in der DDR, denn man hat ja dann wirklich geschaut, in der DDR geht es drunter und drüber, so nach und nach. Und man hat ja wirklich dann auch versucht, also man hat ja zum Beispiel durch die Ablehnung von Krediten an die DDR, die dann der Herr Modrow gefordert hatte, um die DDR-Wirtschaft zu stabilisieren, hat man ja alles abgelehnt. Und hier hat der Forschungsbeirat auch schon wirklich gesagt, das und dies muss gemacht werden, damit wir praktisch, dass diese Wirtschaft da drüben destabilisiert wird. Ja, 1990 war natürlich der große Triumph des Forschungsbeirats für gesamtdeutsche Fragen, weil hier kam es zum Anschluss der DDR, wie wir alle wissen. Und es kam auch zur Währungsunion und das war, wie gesagt, ein besonderes Herzensangelegenheit dieses Forschungsbeirates. Ich komme mal zu dem Personal dieses Forschungsbeirates, das ist auch nochmal interessant, denn die Export, also sagen wir mal zur Gründungselite, die Gründungsmannschaft dieses Forschungsbeirates, das waren alles Experten oder fast alles Experten, die auch schon für die Faschisten ökonomische Planung vollzogen haben, zum Beispiel bei der Frage der Annexion Österreichs oder der Zerstückelung Polens durch den deutschen Faschismus. Vielleicht noch ein paar Namen, also die Gründungsriege, das ist der Friedrich Ernst, der Karl C. Thalheim, Erich Welter, Werner Bosch, Hans-Jürgen Serafim. Und abgesehen von dem Werner Bosch, zu dem ich jetzt nicht so viel gefunden habe, haben alle diese Leute wirklich im Faschismus Karriere gemacht als Ökonomen. Der Herr Thalheim war wohl eine der wichtigsten Figuren in diesem Forschungsbeirat und der war echt glühender Nationalsozialist. Klarer Zuspruch zur Euthanasie der Faschisten oder zur Vernichtung der Juden. Hat er natürlich nicht mehr so laut um sich geschmissen, aber um mal zu zeigen, welche Leute dort praktisch wieder als Experten gefordert waren, die auch schon bei der Raumordnung Europas, wie es die Faschisten genannt haben, gut mitgeplant haben. Ja, diese Expertise war wohl hinsichtlich des Anschlusses der DDR wieder gefragt. Ja, dieser Forschungsbeirat ist echt ein Ding, klingt ganz schön krass und man denkt, das ist eine wahnwitzige Verschwörungstheorie, aber leider war es das nicht. Und ich warte mal kurz, bis das Internet wieder besser gleich wird. Ingo, hörst du uns?
Ton ist weg. Wenn der Ton weg ist, ist wahrscheinlich auch das Audio weg. Ringo, wir können dich leider weder hören noch sehen gerade. Reconnect einmal kurz. Genau, du musst wahrscheinlich einmal, wie Kai schon. Mein Audio ist tatsächlich aber auch ausgegangen. Das heißt, es könnte tatsächlich nicht unbedingt an Ringo gelegen haben. Ich bin eben auch rausgeflogen. Ich auch. Dann war das wohl kurzer Holpern des Servers. Oh, das sieht doch besser aus. Kamera ist wieder da. Ja, soll ich weitermachen? Du musst dein Screenshot wieder anmachen, aber dann können wir weiterlegen. Okay, so und so. Alles klar, sieht gut aus. Viel Spaß. Alles klar. Ja, Gott, wo war ich jetzt? Du hast gerade schon gesagt, dass das wahnwitzige Verschwörungstheorie war mit dem Beirat. Ja, es klingt jedenfalls so, aber leider war es das nicht. Und wer darüber nähere Informationen haben möchte, der Autor Karl-Heinz Roth hat sich sehr mit diesem Forschungsbeirat beschäftigt. Das ist auch in zwei Büchern publiziert worden. Die haben wir hier und da kann man sich mehr Informationen holen. Also dieses Anschließen, Angleichen, Abwickeln ist wirklich auch frisch nochmal aufgelegt worden in zwei verschiedenen Verlagen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, das zu den Planungen des Forschungsbeirates mal kurz angerissen, damit man weiß, dass die vielleicht doch nicht ganz so auf unbekannten Terrain sich bewegt haben, als denn soweit war. Ich würde jetzt zum nächsten Punkt gehen und hoffe stark, dass das alles technisch noch so läuft. Okay, aber vorne Zusammenfassung natürlich. Also, Planung der BRD zum Anschluss der DDR. Erstens, am 24. März 1952 wird der Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung gegründet. Auf Initiative des Ministeriums für Gesamtdeutsche Fragen. Seine Aufgaben waren Analyse der DDR-Wirtschaft, Ausarbeitung zum Umgang mit der DDR im Falle ihrer Annexion. Einer der Schwerpunkte ist die nach einem Anschluss anstehende Währungsunion. Strategie und Taktik in zwei Phasen entsprechend der außenpolitischen Ausrichtung der BRD. A, mit dem Blick auf eine militärische Option zum Rollback des Sozialismus, Planung für ökonomische Maßnahmen ab dem Tab X. B, Analyse und Maßnahmen unter der Ägide Wandel durch Annäherung zur Destabilisierung der DDR. Gründungspersonal des Forschungsbeirats ist dominiert durch Nazi-Ökonomen, die ihr Können bei Planung und Durchführung der Annexion Nazi-Deutschlands erlernten. Planungen des Forschungsbeirates gingen bis ins Detail, zum Beispiel wie mit dem Fahrzeugbau und der Kaliindustrie der DDR oder ihren Außenmärkten nach dem Anschluss umzugehen sei. Die Analyse des Forschungsbeirates ist nur eine von vielen anderen Quellen umfassender Informationen der Regierung der BRD über die DDR-Wirtschaft. Der Behauptung, dass man nach dem Anschluss im Dunkeln tappte, ist damit widersprochen. So, wir kommen zum nächsten Thema. Das ist der Anschluss vor dem Anschluss, die juristische Negierung des Volkseigentums. Ja, wir befinden uns jetzt 1990, kurz nach der Märzwahl. Da ist dann die Regierung unter Lothar de Maizière in die Volkskammer eingezogen. Ganz kurz zu dieser Wahl, die vorher gelaufen ist. Das war nochmal ein extra Punkt in dem Referat, der jetzt aus Zeitgründen ein bisschen runterfällt. Ja, ganz kurz entgegen der ausdrücklichen Bitte der Bürgerrechtsbewegung der DDR, sich in diese wichtige Wahl der DDR nicht einzumischen, kam es dann aber doch zu einer Einmischung in einem Grad, der wohl in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands als einmalig bezeichnet werden kann. Von der BRD aus sind Millionen an D-Mark in den Wahlkampf Ost geflossen, Tonnen an Propagandamaterial wurden in den Osten gepumpt, die gesamte Führungsriege der BRD ist im Osten aufgetreten in diesem Wahlkampf. Das sind die Leute, die man gesehen hat. Dem folgte ein riesiger Tross von westdeutschen Wahlkampfexperten, die dann nur alle dem Ossi zu sagen hatten, was man am besten wählt. Man stellte sich nur vor, in der Bundestagswahl würden Vertreter von Frankreich und Polen und Großbritannien hier ihre Reden schwingen, was denn los wäre. Ne?
wie wir alle wissen, wie ist die Wahl ausgegangen? Die von der bundesdeutschen CDU zusammengezimmerte Allianz für Deutschland bekommt 50% der Stimmen und damit bekommt die schnelle Wiedervereinigung das Votum. 50% der Stimmen bekam diese Allianz für Deutschland übrigens nicht. Logischerweise, da sagte man nie einer dazu, dass das doch nicht die einheitliche Wahl war von allen Ostdeutschen. Ja, inwieweit jetzt praktisch diese massive Einmischung von außen, wie weit da ein anderes Ergebnis rausgekommen wäre, ohne diese, das bleibt natürlich offen. Fakt ist natürlich, Fakt ist, mit oder ohne Einmischung, eine Lösung mit existierender DDR hatte jedenfalls keine Mehrheiten mehr. Ja, die wesentlichen Gesetze und Entscheidungen, die wir jetzt besprechen werden, zur Enteignung der Ostdeutschen, die wurden in der Volkskammer gefällt, im Parlament der DDR. Und doch kam das Drehbuch und vor allem auch die Gesetzestexte kamen aus Bonn. Da geht es um die Abgabe der Währungshoheit, um brachiale Verfassungsänderungen. Und darüber bestimmte man in Bonn und nicht in der DDR. Die Volkskammer Regierung hatte unter de Maizière, also diese Regierung, hatte ihre Eigenständigkeit verloren. Das ist eine ziemlich harte Behauptung. Und gerade in heutigen Zeiten, wo man ja immer mal öfter was von der Gang der Corona-Leugner hört, von bösen Mächten, die hinter der Regierung stehen, möchte ich mir doch schon Zeit nehmen, das hier gut zu untermauern, diese Behauptung. Ja, ich will auch das Vorgehen der Vorgängerregierung unter Modrow hier nicht aufwerten. Auch bin auch kein großer Fan von denen, ihren Maßnahmen. Und doch waren die Entscheidungen unter Modrow die Entscheidung von einer eigenständigen DDR-Regierung im Interesse einer eigenständigen DDR. Ändert sich dann gravierend mit dem Herrn de Maizière und seiner Regierung. Die Volkskammer wurde, wie gesagt, durch das Wahlbündnis Allianz für Deutschland bestimmt, das gravierend von der bundesdeutschen CDU bestimmt wurde. Ein Heer von westdeutschen Beratern hat dann wirklich die Volkskammer geflutet und die Führung der bundesdeutschen Parteien mischten sich in die Arbeit der entsprechenden Parteien in der DDR. Also die West-SPD bei der Ost-SPD, die Grünen bei den Bündnis 90-Leuten und so weiter und so fort. Aber trotz dieser Unterordnung waren gerade in der Ost-SPD und in Bündnis 90 Grüne noch viele Bürgerrechtler, die noch nicht vergessen haben, wo sie herkamen. Und dadurch ist doch zu schweren Debatten kam in der Volkskammer, obwohl da die Übermacht klar war. Ausgenommen von dieser Anbiederung und Anpassung der Parteien ist natürlich die Partei PDS, die gerade in den frühen Jahren der Annexion dann auch die einzige sich klar abgrenzende Interessenvertretung der Ostdeutschen war. Aber auch diese Partei ist natürlich den Reibungskräften ausgesetzt und da auch gab es schwere Kontroversen bis heute über den Umgang mit der Geschichte der DDR. Und auch diese Partei hat sich verändert. Das Bild, was wir hier sehen, ist die Abstimmung der Volkskammer zum Anschluss der DDR an die BRD. Ja, so stellt man die Volkskammer natürlich immer gerne dar. Alle sind dafür, dass die DDR verschwindet und Deutschland wiedervereinigt wird, aber so war das nicht. Neben den Einflüssen daran vom Westen und einer massiven Blauäugigkeit und Naivität, Unterwürfigkeit, die diese Atmosphäre in dieser Volkskammer bestimmten, gab es auch Gegenstimmen und nicht nur von der PDS. Also man muss sich das vorstellen, es ist wirklich eine, glaube ich, furchtbare Stimmung, wenn man vor einem sich selbst entmachtenden Parlament reden muss und wirken muss. Ja, ich habe ein Tondokument gefunden, was so ein bisschen die Stimmung in dieser Volkskammer widerspiegelt. Hier spricht der Abgeordnete Hans-Jochen Tschiche in der Volkskammer. Meine Damen und Herren, was wir hier erlebt haben in diesen Stunden, war ein Schaukampf. Es liefen hier die politischen Machtkämpfe zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen in diesem Parlament. Während in dem Land, in dem wir im Augenblick noch leben, wir erleben müssen, dass die Wirtschaft am Boden liegt, dass die sozialen Unruhen steigen, dass in der Landwirtschaft niemand aus noch ein weiß. Wir befinden uns also in einer außerordentlich schwierigen Situation und ich habe den Eindruck, dass die Regierung jetzt fluchtartig den untergehenden Dampfer verlassen will und sich in Richtung Bundesrepublik abzusetzen droht. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich denke, wir sind am 18. März damit angetreten, Konditionen auszuhandeln, die für die Bevölkerung in diesem Lande sozial erträglich sind. Was wir bisher erreicht haben, ist soziale Unerträglichkeit
Die Währungsunion hat nicht das gebracht, was hier uns immer vorgegaukelt worden ist. Das heißt, wir brauchen noch Zeit bis zum Dezember, um Bedingungen in diesem Einigungsvertrag auszuhandeln. Denn die Bundesregierung ist von einer Arroganz, die unerhört ist, wenn der Herr Graf etwa sagt, dass das Recht auf Arbeit als Staatsziel sei einfach lächerlich, dann könne man auch als Staatsziel angeben für hohe kirchliche Feiertage Sonnenschein, dann zeigt das, mit welcher Arroganz dieser Mann dieses Land behandelt. Und wenn der Finanzminister sagt in der Bundesrepublik, die Regierung der DDR bestehe vorrangig aus unfähigen Frauen und Männern, und das heißt ja in Klammern, eigentlich könne man sie davonjagen, dann zeigt das, mit welcher Arroganz wir behandelt werden. Und glauben Sie etwa, wenn gewählt wird, dass die Bevölkerung in diesem Lande und die fünf Länder dann anders behandelt werden? Wir werden die Armenkolonie bleiben und wir werden weiter die Arroganz erfahren, die bisher uns entgegengeschlagen ist. Ich denke, wir sollten weiter hart verhandeln, damit sich die Konditionen verbessern. Es ist unbestritten, dass wir in diesem Jahr zu einer Lösung kommen müssen, auch aus außenpolitischen Gründen, nicht nur aus innenpolitischen Gründen. Aber auf diesem Weg zu dieser Lösung bedarf es eben einer handlungsfähigen Regierung. Und was wir im Augenblick erlebt haben, war das Schattenboxen zweier, die sich in Zukunft in Bonn oder Berlin bestimmte Sitze sichern wollten und nicht die Wahrnehmung der Verantwortung für die Bevölkerung, die sie einmal gewählt hat. Die sind bereits auf der Flucht nach Bonn und lassen die Bevölkerung in Magdeburg und in Dresden und in Berlin zurück. Die Städte wissen nicht, woher sie das Geld nehmen sollen. Weil bestimmte Dinge nicht ausgehandelt worden sind. Etwa, dass die Eigentumsfrage immer noch nicht geklärt ist und dass von daher die Investoren nicht kommen können. Und wenn Sie, meine Damen oder meine Herren, zu mir sagen, ich sei ein Quatschkopf, dann kann ich Ihnen nur darauf antworten, die politische Situation, in der wir uns heute befinden, haben wir vor Monaten Ihnen bereits gesagt. Damals haben Sie gesagt, Angstmacher. Heute sagen Sie Quatschkopf, was werden Sie morgen sagen? Ja, soweit zu diesem Tondokument, was ich das sehr eindrücklich finde. Ich habe auch noch einen kleinen Filmclip dazu und da spricht der Herr Detlef Scheuner, der angefangen hatte als Assistent des Ministers für Maschinenbau in der Volkskammer, dann später aber Tatsache aufgestiegen ist, in der Treuhand gearbeitet hat und er war dann wirklich Tatsache der einzigste Ostdeutsche im Treuhanddirektorat. Und danach wird ganz kurz der Vizepräsident der Volkskammer, Reinhard Höppner, zu diesen Verhältnissen noch was sagen. Sowohl in der Volkskammer als auch später in Treuhand liefen sehr stark Lobbyisten und Einflüsterer West rum. Es liefen auch schon einige Konzernlobbyisten rum. Ist klar, es war ein neuer Markt, politisch und auch wirtschaftlich. Wenn dann ein Netz von Beratern da ist, dann kann man relativ schwer durchschauen, wer hat eigentlich an welcher Schraube gedreht und wem was eingeflüstert, was der vielleicht nicht besser wusste. Vieles, was wir zu entscheiden hatten, war ja für uns völlig neu. Da war ja überhaupt nicht eingearbeitet. Und da ist man natürlich den Einflüssen von Ratgebern besonders hilflos ausgeliefert. Ja, kommen wir jetzt zu den Entscheidungen und den eigentlichen Weichenstellungen, die in dieser Volkskammer dann praktisch beschlossen wurden. Ja, diese Weichenstellungen und wichtigen Entscheidungen für das weitere Vorgehen und für die Situation der Bevölkerung kann man anhand von zwei großen Verträgen einordnen, die in dieser Volkskammer beschlossen wurden. Das war einmal der erste Staatsvertrag, erlassen am 18. Mai 1990. Bekannt unter dem Namen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Das sehen wir auf dem ersten Bild. Hier unterschreibt der Minister für Finanzen Walter Romberg für die DDR und der Herr Theo Weigel
Bundesfinanzminister für die BRD. Ja, dann natürlich der zweite Staatsvertrag, der wurde am 31. August erlassen, 1990, und der ist besser bekannt als Einigungsvertrag, ging er in die Geschichte ein. Und das ist das Bild 2, und da sehen wir den für die DDR den parlamentarischen Staatssekretär des Ministerpräsidenten Günter Krause und dann den Herrn Wolfgang Schäuble. Der Herr Krause hat ja übrigens in den letzten Jahren Karriere gemacht und ist auch im Dschungelcamp aufgetreten. Also hat ihm wohl nicht viel gebracht dann. Auch die Bildsprache finde ich sehr interessant hier, weil bei jedem großen Vertrag stehen im Hintergrund Schwergewichte der bundesdeutschen Politik mit Kohl und Kinkel. Zu den Kräfteverhältnissen haben wir ja schon was gehört. Viel wichtiger übrigens als der Einigungsvertrag, von dem immer alle reden, war der Staatsvertrag Nummer 1. Dessen Umsetzung schnurstracks die DDR-Wirtschaft in eine ökonomische Katastrophe führte. Der größte Teil der Betriebe und Kombinate wurde großflächig entwertet und funktionsunfähig gemacht. Das dann nochmal ganz konkret im nächsten Abschnitt. Doch neben diesen beiden Staatsverträgen gab es zwei andere Gesetze, die so ein bisschen hinten runterfallen und die sich immer keiner kümmert und die doch grundlegend waren für den ökonomischen Anschluss der DDR. Wie gesagt, alles abgelaufen noch zur Zeit einer souveränen, einstelligen DDR. Zum einen ist da das Treuhandgesetz, erlassen am 17. Juni 1990, und das Verfassungsänderungsgesetz, genauer Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der DDR. Und in diesen beiden Gesetzen sind die wesentlichen juristischen Schritte, um den Anspruch der DDR-Bevölkerung auf ihr Volkseigentum überhaupt zu negieren. Kommen wir mal zum Verfassungsänderungsgesetz. Mit diesem wurden aus dem Arsenal der bundesdeutschen Rechtsprechung Teile in die DDR-Verfassung geschoben. Und das waren nicht einfach nur irgendwelche Teile, sondern das waren Kerngrundsätze wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Also wenn es praktisch vor diesem Eingriff in die DDR-Verfassung noch hieß, zum Volkseigentum, Zitat, privat daran ist unzulässig, und dann hieß es nach dieser Änderung, Privateigentum einschließlich des Erwerbs von Eigentum und Eigentum gleichen Rechten an Grund und Boden sowie Produktionsmittel wird gewährleistet. Damals hatte man die Fassung der DDR mal nicht eben nur geändert, sondern einem ihrer entscheidendsten Punkte vollkommen ausgehebelt und damit diese Verfassung auch dann auch wirklich zu einem fetzen Papier erklärt. Der unantastbare Status des Volkseigentums war damit aufgehoben und das Volkseigentum gehörte eigentlich jetzt niemandem mehr. Angesichts der Tatsache, dass die DDR-Verfassung als höchstes Gesetz der DDR 1968 durch eine Volksabstimmung angenommen wurde und auch nur so geändert werden durfte, stellen diese beiden Änderungen ohne Rücksprache mit der Bevölkerung, auch ohne Information der Bevölkerung, eigentlich eine brachiale Demontage der Verfassung ohne Volksabstimmung dar. In jedem anderen halbwegs demokratischen Staat der Welt wäre das schlichtweg verfassungsrechtlicher Hochverrat, aber das nur nebenbei. Die erste demokratisch frei gewählte Volkskammer, wie sie dann genannt wurde, nach den ersten demokratischen Wahlen der DDR, ist dann wirklich angetreten, um die ostdeutsche Bevölkerung zu vertreten und hat dann wirklich die Verfassung dieser Leute in die Tonne getreten. Interessanterweise wird dieser Akt, also das Einbinden von den Teilen des BRD-Rechts in die Verfassung der DDR, zum Beispiel bei Wikipedia, als die eigentliche Verfassungsurkunde für die Wende und friedliche Revolution der DDR bezeichnet. Kommen wir zum nächsten Gesetz, das Treuhandgesetz, weil das ist am gleichen Tag erlassen worden und praktisch das klärt sofort auf, was denn mit diesem Volkseigentum, was jetzt quasi vogelfrei ist, zu geschehen hat. Und das hat man ganz verbraucherfreundlich, auch für die Normalbürger verständlich formuliert, nämlich gleich im Paragraph 1, Abschnitt 1 ist zu lesen, das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren. Und von Anfang an war klar, was das heißt, nämlich nur der kann sich das denn beim Privatisieren kaufen, der Kapital hat, und die Ostdeutschen hatten kein Kapital, um sich ihr Eigentum zurückzukaufen oder zu kaufen. Und all dies ist hinter verschlossenen Türen, hat das stattgefunden, und es gab darüber keine öffentliche Debatte, die war auch auf der Straße nicht so, glaube ich, von großem Interesse wäre sie gewesen, denn die Leute sind ja ums goldene Kalb DDR gefeiert und ja, deshalb ging das alles ohne sie über die Bühne. Kurz zum Einigungsvertrag.
Ja, wie gesagt, mit dem Staatsvertrag 1 waren eigentlich die ökonomischen und finanzpolitischen Anschlusszüge der DDR vollendet, auf juristischer Basis. Und die jetzt folgenden 1000 Seiten Einigungsvertrag hat wohl niemand der Abgeordneten der Volkskammer gelesen. Oder die wenigsten haben das davon gelesen. Es wurde ja kurz vor der Abstimmung erst zugestellt, dieser Wust. Und eigentlich stellte dieser Einigungsvertrag nur noch den Abspann dar für eine vollzogene ökonomische, vollzogenen ökonomischen Anschluss. Also gerade die Aufgebung der Währungshoheit ist ja, dann sind alle Messen gesungen. Man kann sagen, es war so ein bisschen die Kerze auf der vergifteten Torte. Aber trotzdem, der Einigungsvertrag hat natürlich auch große Auswirkungen gehabt. Mit ihm wurden praktisch dann 800 bundesdeutsche Gesetze, teils noch aus Kaiserszeiten und Führerszeiten, über die Köpfe der DDR-Bevölkerung ausgekippt. Also praktisch der gesamte Gesetzesapparat der BRD ging jetzt über auf die DDR. DDR-Recht wurde nicht übernommen, wie wir wissen, außer natürlich der grüne Pfeil an der Ampel. Ja, und was die Rechte der Ossis, nämlich als Menschen, Arbeiter, Frauen, Kinder, Mieter und Vertragspartner betraf, so hat sich ihre Rechtsposition natürlich gravierend verschlechtert. Jürgen Habermas hat zu diesem Einigungsvertrag einen sehr schönen, bitteren Satz gesagt, nämlich jener Vertrag, den Herrn Schäuble in Gestalt des Herrn Krause mit sich selbst abgeschlossen hat. Ja, das sagt so ein bisschen aus, wie der Vertrag zustande kam und auf welcher welche Augenhöhe die Vertragspartner agierten. Verschiedene Werke der Fachliteratur kommen bei der Beschreibung des Zustandekommens der Staatsverträge mehr oder weniger alle zur selben Einschätzung. Und da habe ich mal aus drei verschiedenen Büchern dazu hier ein Zitat. Übrigens, das erste Buch hat jemand geschrieben, der Ewigkeiten bei der Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet hat, also der auch so wirklich nicht im Verdacht steht, Fan der DDR zu sein. Ich spiele das mal ab. Aus Dieter Segert, das 41. Jahr, eine andere Geschichte der DDR, Wien 2008. Schon im Mai 1990 wurde durch August Camilli, damals einer der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD, öffentlich kritisiert, dass die Verhandlungen über den ersten Staatsvertrag zur Wirtschafts- und Währungsunion weitgehend ohne Einbeziehung der Volkskammer des demokratisch gewählten Parlaments der DDR erfolgten. Immer wieder wurde beklagt, dass die wesentlichen Vorlagen für diesen Vertrag, wie später auch für den als Einigungsvertrag bekannten zweiten Staatsvertrag, direkt aus den Ministerien der Bundesrepublik kamen. Der Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion wurde schließlich nur 3 Tage vor seiner Unterzeichnung am 18. Mai in den Fraktionen der Volkskammer beraten. Die Parlamente stimmten dem Vertragswerk am 21. Juni endgültig zu. Aus Horst Krumm, Siegfried Prokop in Das letzte Jahr der DDR, Berlin 1994. So entstand die Situation, dass der Zeitplan und die Inhalte im weiteren Fortgang ausschließlich in Bonn bestimmt wurden. Die Frage nach der Schuld für die dadurch verursachten deutsch-deutschen Verwerfungen muss an die deutschen Politiker gerichtet werden, die in ihren Entscheidungen frei handeln konnten. Der Vorwurf, dass die zeitliche Hetze auch bewirkte, dass nicht einmal die formalen Spielregeln der Demokratie eingehalten wurden, wird kaum zurückgewiesen werden können. Die Übereinstimmung mit den Erinnerungen aufmerksamer politischer Beobachter erklärte der Vizepräsident der letzten Volkskammer der DDR, Reinhard Höppner, SPD, später. Zitat: Der endgültige Beschluss über den Beitritt fiel, ohne dass die Volkskammer die Inhalte des Einigungsvertrages kannte. Aus Gerd Bezent, Wirtschaftsverbrechen und andere Kleinigkeiten, Frankfurt am Main, 2017. Faktisch lag die Regierungsgewalt in den letzten Monaten der DDR ausschließlich in der Hand aus Westdeutschland importierter Berater. Die Minister der Regierung Lothar de Maizière, CDU, fungierten als reine Aushängeschilder. Westdeutsche Lobbyisten erarbeiteten ohne Rücksicht auf etwaige Folgen Gesetzesentwürfe. Diese wurden von den Abgeordneten der Regierungskoalition undiskutiert und häufig sogar ungelesen durchgewinkt. Was aus dem Westen kam, musste ja richtig sein. Von Abgeordneten der Opposition zaghaft artikulierte Proteste gegen den Umfang der über sie hereinbrechenden Papierflut wurde mit dem Argument abgebügelt, man müsse das ja nicht lesen. Zitat:
Wir stehen dazu und wenn solche Papiere kommen und in 40 Jahren Demokratie sind die gewachsen, können wir sagen, okay, funktionierte, wird auch bei uns funktionieren. Der zitierte Redebeitrag stammt übrigens von einem Abgeordneten der damals von der bayerischen CSU unterstützten rechtsradikalen Splitterpartei DSU. Ja, fassen wir diesen Abschnitt mal zusammen. Die Arbeit der letzten DDR-Regierung ordnet sich westdeutschen Interessen unter. Nach der Märzwahl übernehmen bundesdeutsche Parteien mittels der unterwürfigen DDR-Blockparteien bzw. einem Beraterheer das Heft in der Volkskammer. Unzählige Gesetze passieren die Volkskammer oft ohne, dass die Abgeordneten wissen, was in den Gesetzesentwürfen, die oft in Bonn formuliert werden, geschrieben steht. Widerworte der PDS und Bürgerrechtsbewegung verhallen ohne Wirkung. Mit dem Verfassungsänderungsgesetz werden das Privateigentum an den Produktionsmitteln und andere Inhalte der bundesdeutschen Rechtsprechung in die Verfassung der DDR eingefügt und diese damit unter schwerem Rechtsbruch ausgehebelt. Der vorher unantastbare Anspruch der DDR-Bürger auf ihr Volkseigentum ist damit negiert. Mit dem Treuhandgesetz wird dessen Privatisierung festgelegt. Der Anschluss an die BRD schlägt sich im Wesentlichen in zwei Staatsverträgen zwischen der BRD und der DDR nieder. Dem ersten Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, der fast die gesamte DDR-Wirtschaft entwertet und außer Funktion setzt, und dem zweiten Staatsvertrag, dem Einigungsvertrag. Damit sind die Schienen für die Vernichtung des Volkseigentums bzw. seiner Übertragung in westdeutschen Privatbesitz gelegt und die Bevölkerung der DDR enteignet. Kommen zum nächsten Thema. Jetzt wird es noch ein bisschen erklärt. Den eigentlich gravierendsten dieser beiden Verträge und überhaupt gravierendsten Eingriff in die DDR-Wirtschaft überhaupt, glaube ich. Das ist Punkt 3, die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die Ausschaltung und Entwertung der DDR-Wirtschaft. Ja, wie gesagt, das war wohl der gravierendste Eingriff der BRD in die Wirtschaft der DDR. Am 1. Juli 1990 wurde, wie gesagt, nach einer Gesetzvorlage aus Bonn dieser Vertrag in der Volkskammer durchgewunken und ab diesem Tag wurden die Spareinlagen der Bevölkerung in einem Kurs von 1,50 Mark DDR zu 1 Mark BRD umgetauscht. In diesem Augenblick ist dann praktisch ein Drittel des Geldvermögens der DDR-Bevölkerung entwertet worden. Für Löhne und Renten galt aber jedoch 1:1 und das war erstmal ein guter Deal, dachten die Leute, denn für ihren wertlosen Alu-Chip, so wurde ja die DDR-Mark damals genannt, der wertlose Alu-Chip, bekamen sie jetzt eine harte Westmark. Und wie gesagt, das schien den Leuten wirklich ein guter Deal zu sein, da haben sie auch gejubelt. Es gab dann auch Events vor der Deutschen Bank und dann wurde DDR-Geld verbrannt vor laufender Kamera und die Leute haben geweint. Aber diese Gefühle sollten sich doch rasch legen, denn schon im ersten Jahr später stiegen die Lebenshaltungskosten um 26%. Kosten für Miete, öffentliche Verkehrsmittel, Energie stiegen 1992 um 66% und 1933 nochmal um 35%. Und während die Konsumgüterpreise in Westdeutschland in den 10 Jahren 90 bis 2000 um 27% angestiegen sind, sind sie im Osten um 70% angestiegen. Also das Harte an dieser Westmark ist dann doch geschmolzen wie Butter in der Sonne. Aber diese Folgen sind nichts im Vergleich zu den Auswirkungen der Wirtschaft, Währungs- und Sozialunion. Ich kürze das noch manchmal ab mit WWSU, so ein langes Wort. Also die Folgen dieser Währungsunion sind für die Exportwirtschaft der DDR noch viel verheerender. Denn die bricht ins Bodenlose. Wir haben hier mal ein Diagramm zum Bruttoinlandsprodukt der Deutschen Demokratischen Republik von 1950 bis 1989. Kurz zu den Quellen. Das ist hier aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der DDR von dem Herrn Heske rausgegeben im Zentrum für historische Sozialforschung in Köln. Und der Herr Heske hat ja eigentlich eine Arbeit beendet mit dieser Gesamtrechnung, die kurz nach dem Anschluss begonnen hatte. Hier haben sich nämlich das DIW Berlin, das IW Halle und die Statistik der DDR als drei Partner zusammengefunden, die sich ein Rückrechnungsprojekt vorgenommen hatten, nämlich die Eckdaten der DDR-Wirtschaft in das Rechnungswesen der kapitalistischen Staaten umzurechnen, um wirklich mal auf zu belastbaren Daten zur DDR-Wirtschaft zu kommen. Ja, dieses Unternehmen wurde dann praktisch sang- und klanglos fallen gelassen, wenige Jahre später, und es wurde auch nicht mehr finanziert.
Aber der Heske hat das dann weitergeführt und vollendet, dieses Rückgängigungsprojekt. Und ich würde sagen, das sind derzeit die seriösten Zahlen zur DDR-Wirtschaft. Ja, in dem Diagramm sehen wir, dass die DDR doch jedes Jahr ihr BIP steigern konnte. Ist praktisch nicht wie behauptet, dass da gar nicht nach vorne ging, dass es kein Wirtschaftswachstum gab. Das sind ja immer die Äußerungen und dass sie irgendwie zahlungsunfähig war und komplett pleite. Das geben die Fakten so nicht her. Aber wichtig ist hieran, dass es auf jeden Fall eine Steigerung des BIPs bis im Jahr 1989 gab. Das sollte sich ein Jahr später dann wirklich ganz brachial ändern. Denn gerade die Industrie war ja der Kern der DDR-Wirtschaft, drei Viertel der Industriearbeiter, die dieses BIP erarbeitet haben, sind dann in binnen von 2-3 Jahren arbeitslos geworden. Also drei Viertel der Industriearbeiter. Die Wirtschaftsleistung bricht in diesem, man kann sagen, schon Wochentakt in einer derartigen Tempo und Breite zusammen in der DDR, dass es sowas eigentlich in der Menschheitsgeschichte zu Friedenszeit noch nicht gegeben hat. Also auch die großen Wirtschaftsfinanzkrisen wie der Börsencrash oder die letzte große Finanzkrise und nicht mal die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Wirtschaft im Osten haben einen derartigen Absturz der Wirtschaft vollbringen können. Man geht davon aus, dass in 2 Jahren 2/3 des gesamten Industrieapparates ausgeschaltet wurden. So, jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, was passiert ist. Jetzt will ich auch mal erzählen, wie das gemacht wurde und warum das passiert ist. Vielleicht hat man die Reihenfolge anders machen können. Aber wie schafft man das nun? Wie schafft man so? Also wie kommt man zu so einer unglaublichen Wirtschaftseinbruch zu Friedenszeiten? Wie gesagt, man kann das machen im Krieg mit Flächenbombardierungen und so, da schafft man das auch. Aber was hier passiert ist durch die Währungsunion, war eigentlich nicht viel mehr als eine brachiale Aufwertung der Währung eines Staates. Und das ist eine ganz heikle Geschichte, weil damit kann man praktisch ihn komplett seinen Außenmärkten oder kann man komplett die Außenmärkte ihnen ziehen. Dieses Instrument der Währungsaufwertung ist jetzt auch in der Annexionspolitik nicht neu. Und da hat der uns bekannte Karl-Heinz Roth, der über diesen Forschungsbeirat da die Ausarbeitung gemacht hat, ist der auf dieses Instrument der Anschlusspolitik eingegangen und hat es hier nochmal ein bisschen erklärt. Zitat: Als wichtigstes Annexionsinstrument erwies sich die Währungspolitik. Insbesondere die spezifische Taktik der Währungsunion, bei der die Währung des annektierten Gebietes kurz vor ihrer Liquidierung noch einmal künstlich aufgewertet wurde, um das annektierte Territorium schlagartig von seinen ökonomischen Außenbeziehungen abzutrennen und seine Kapital- und Warenmärkte für einen radikalen Durchdringungsprozess seitens der Unternehmen der Annexionsmacht zu öffnen. Ja, soweit zu den Planungen oder zu den Stichpunkten, die damals im Forschungsbeirat zu dieser Frage eine Rolle gespielt haben. Wie sah das nun genau 1990 aus? Die Motorregierung hatte ja vehement abgelehnt, dass das zu einem überschnellen Anschluss kommt und war für eine lange Übergangsphase der Wiedervereinigung und erstmal auch nur für ein Staatenbündnis. Und vor allen Dingen sollte auch die Währung beibehalten werden, denn natürlich ist die Währung immer auch ein Schutz, weil man kann mit Auf- und Abwertung der Währung sich gegen übermächtige Konkurrenz zur Wehr setzen. Das hat Bonn verhindert und mit dem Bestreben, mit der Entscheidung dann zu schnellem Anschluss, wurde auch entschieden, dass es sofort zu einer Währungsunion kommt. Wie der Vertrag zustande kam, haben wir im letzten Abschnitt gesehen. Der Umtauschkurs war hart umstritten, weil Experten haben natürlich davor gewarnt. Jeder, der mit dem Taschenrechner umgehen konnte und ein bisschen Ahnung von Ökonomie hat, hat gesagt, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt diesen 1:1-Kurs nicht machen, ja? Weil dann dieser Ostmark aufgewertet wird. Der Außenwert der Ostmark zur D-Mark war vor der Währungsunion 1:4 und deshalb praktisch brachte der Kurs 1:1 die Währung auf den Faktor 4 zur Aufwertung. Und eigentlich war jedem Ökonom klar, dass wenn man das macht, praktisch sämtliche Waren des DDR-Export werden auf einen Schlag 4-mal so teuer. Das Material für die Produktion wird 4-mal so teuer, die Löhne, die ich zahlen muss, sind 4-mal so hoch, obwohl der Arbeiter die gleiche Leistung bringt. Das war irgendwie abzusehen und kein geringerer als der Präsident der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, der hat halt wirklich im Streit um diesen Kurs, hat er halt die politische Bühne verlassen. Das hat einfach König gesagt, dass es ihm gegen den Strich geht, dass hier praktisch Währungspolitik als politische Maßnahme missbraucht wird. Und der spätere Vorgänger von Rohweder, auch ein Ex-Treuhandpräsident, nämlich Rainer Maria Golke,
Der hat dann später vor dem Treuhand-Untersuchungsausschuss, das wurde ein Untersuchungsausschuss, wurde eingeleitet, um die katastrophale Ergebnisse der Treuhandpolitik zu untersuchen, was da wirklich passiert ist. Und der hat vor diesem Untersuchungsausschuss als Zeuge ausgesagt, Sie können immer 4-5% auffangen, also von so einer Aufwertung, durch Produktionssteigerung. Aber solche Zahlen, das können Sie vergessen. Dann sind Sie pleite ruckzuck. Tatsache ist, dass im Grunde genommen in dem Augenblick, wo die Währungsunion kam, kein Unternehmen mehr wettbewerbsfähig war. Ja, wieder besseren Wissens drückt die BRD diesen Umtauschkurs durch und das hat dann, wie gesagt, katastrophale Folgen für die Wirtschaft der DDR. Wie gesagt, viermal teurere Waren und gerade die Hauptkunden der DDR, nämlich die Sowjetunion und Osteuropa, die eh schon angeschlagen sind, konnten diese Preise nicht mehr zahlen. Sämtliche Aufträge wurden storniert und die Kombinate standen ohne Aufträge da. Sie standen auch ohne Material da, weil die Kombinate konnten sich auch nicht das viermal so teure Material von den Zulieferern leisten. Und wie gesagt, auch die Löhne stiegen für die gleiche Leistung. Auch das war nicht zu bezahlbar. Damit erleidet die DDR-Wirtschaft in ihrer Exportbranche, ihre wichtigste Branche, über Nacht den Verlust ihrer Außenmärkte. Die Produktion bricht zusammen. Begründet wird ja diese Währungsunion immer damit, diese Währungsunion mussten wir durchführen, wird immer dann immer im Rückblick gesagt von der Bundesregierung, weil ja die Leute praktisch gesagt haben, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann kommen wir zu ihr. Also man hat gesagt, wir müssen das jetzt durchziehen, sonst gibt es hier eine Massenflut aus dem Osten und die Ostdeutschen brechen hier als Millionenherr in den Westen ein und das können wir nicht buckeln, deswegen müssen wir jetzt irgendwie die D-Mark in den Osten bringen. Diese Begründung erscheint eigenartig, angesichts der Tatsache, dass ja dem Modrow finanzielle Hilfe für die DDR grundsätzlich verweigert wurde. Also der wollte ja die DDR-Wirtschaft stabilisieren und dafür sorgen, dass die Leute in der DDR bleiben. Was auch nicht bekannt ist, was ich auch vor kurzem erfahren habe in einem Buch, dass bis vor der Währungsunion auch das Verlassen der DDR großzügig gefördert wurde vom Westen. So gab es bis zu 10.000 DM Umzugshilfe. Es gab Hilfe bei der Wohnung- und Jobsuche, wenn Ossis in den Westen gehen. Und man höre und staune, die akademischen Abschlüsse wurden anerkannt von Ostdeutschen in der Zeit. Also damals ging das alles noch. Dann später mussten ja die ganzen ostdeutschen Akademiker nochmal auf die Schulbank, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Aber damals ging das. Und ganz gravierend war natürlich auch, man hatte ja kurz, also während des Wahlkampfes, was jetzt in diesem Referat jetzt nicht mehr so weiter behandelt wird, hatte man das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die DDR in Binnen von Tagen zahlungsunfähig sein wird, was ja nicht gestimmt hat. Also man hat diese Gerüchte in die Welt gesetzt, über die Tagesschau übrigens. Die Volkskammer hat dann noch dementiert, aber die Schlagzeile war gemacht und hat einfach eine unglaubliche Angst geschürt in der DDR-Bevölkerung vor einem totalen Ausfall der Zahlungsfähigkeit der DDR. Und also man setzt ein Gerücht in die Welt, das dafür sorgt, dass es Tatsache zu einer Massenflucht kommen kann. Und hinterher begründet man, ja, wir mussten die D-Mark ja da einführen, sonst wären die alle zu uns gekommen. Ich sehe andere Gründe bei der Währungs- und Stalinunion, nicht nur ich. Es ging vor allem darum, um die Konkurrenz der Exportindustrie der DDR mit diesem Manöver mit einem Schlag dem westdeutschen Kapital vom Halse zu schaffen. Und natürlich hat man auch diese Außenmärkte der DDR, die jetzt nicht mehr beliefert wurden von der DDR, die hat man sich geschnappt. Also die Lieferungen nach Osteuropa sind dann wirklich massiv angestiegen, gerade von der BRD. Und die DDR-Lieferungen sind massiv heruntergefallen. Man hat diese Märkte einfach damit erobert. Und natürlich hat diese Währungsunion einfach auch Tatsachen geschaffen, denn mit der Aufgabe der Währungshoheit waren die Messen dieses Staates DDR gesungen. Denn wer seine Währung aufgibt, der steht am Ende. Und eigentlich waren ab diesem Punkt alle alternativen Wege, die man sich gedacht hat, alle Alternativen zum Anschluss der DDR, zum schnellen Anschluss, waren wirklich an dem Punkt dummes Zeug. Da gab es kein Zurück mehr. Diese ganze Sache erklärt nochmal ein kleiner Clip aus der Dokumentation Beutezug Ost. Vielleicht noch anschaulich, als ich es hier erzählen kann. Jeder Kühlschrank kostet in der Herstellung 360 DDR-Mark. Im Westen sind 360 DDR-Mark nach einem internen Umrechnungskurs gerade einmal 82 D-Mark wert. Der Kühlschrank wird an die Firma Quelle verkauft für 140 D-Mark. Jeder Kühlschrank erzielt also einen Gewinn von 58 D-Mark. Nach der Währungsunion aber kostet die Herstellung eines Kühlschrankes mehr als das Vierfache. Statt 360 DDR-Mark, 360 D-Mark. Wenn der Kühlschrank jetzt in den Westen für 140 D-Mark verkauft wird, entsteht pro Kühlschrank kein Gewinn, sondern ein Verlust von 220 D-Mark.
Die Dramatik in Eintracht war die, dass mit dem Wechselkurs DDR-Mark quasi 1:1, das verbunden war wie eine 400-prozentige Aufwertung. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die Produkte auf den Weltmärkten 400% teurer werden. Das ist nicht nachzuvollziehen. Die D-Mark-Einführung hat schwerwiegende Folgen. Sogar wettbewerbsfähige Branchen wie der DDR-Schiffbau verlieren ihre Absatzmärkte. Die Druckmaschinen des DDR-Kombinats Planeta, bisher im Westen gut verkäuflich, werden zu teuren Ladenhütern. Doch die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl macht nicht die D-Mark-Einführung, sondern allein den Zustand der DDR-Wirtschaft für die Absatzkrise verantwortlich. Die DDR, angeblich ein Pleitestaat mit fast ausschließlich maroden Betrieben. Ja, in diesem Film wurde jetzt noch zum Schluss der DDR-Schiffbau genannt und Druckmaschinen vom Kombinat Werner Lamberts, also Planeta. Dazu vielleicht mal ein paar kurze Infos. Ich habe das Glück gehabt, vor kurzem einen Vortrag zu hören, einen Online-Vortrag von der Uni Bremen zum Punkt ostdeutscher Schiffbau, Transformation und gerade auch zum Punkt Bremer Vulkan. Und da ganz kurz, die DDR-Schiffsbau, 10 Schiffswerften standen in der DDR. Die haben in den 40 Jahren haben die 5000 große Schiffe hergestellt. Das ist eine unglaubliche Stückzahl. Und nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für Länder wie Norwegen, Schweden oder Dänemark. Der DDR-Schiffbau war in der Branche Stückgutfrachtbau oder Stückgutfrachtschiffbau in der Weltrangliste auf Platz 2. Während den 90er Jahren übrigens ist der Schiffbau der kapitalistischen Länder in eine schwere Schlingern geraten. Also gerade in den westlichen Industriestaaten wie BRD und also generell die westlichen Industriestaaten, nicht nur BRD, kam es halt zu massiven Überkapazitäten und zum Auftragsrückgang. Anders der DDR-Schiffbau, der ist mit 100 Aufträgen in die Wiedervereinigung gestartet. Also das klingt jetzt nicht viel, 100 Aufträge, aber es sind einfach 100 Aufträge von riesigen Schiffen. Und das hätte dieser DDR-Schiffsbauwirtschaft, hätte das 4 bis 5 Jahre noch Arbeit und Brot gegeben. Diese vollen Auftragsbrüche. Und nach der Währungs- und Sozialunion, wie wir gerade gehört haben, wurden echt alle diese Aufträge schlagartig zurückgezogen, weil einfach der Kunde das nicht mehr zahlen konnte. Und der Schiffbau der DDR mit vollen Auftragsbüchern und guten Waren stand einfach dann vor dem Aus. Was dann folgte, war ein langes Sterben der Ostwerften, Skandal über Skandal. Siehe Bremer Vulkan, der dann noch fast 1 Milliarde an Fördermitteln eingestrichen hat vom Staat und die dann auch in Westen transferiert hat. Eine ganz miese Geschichte. Wie gesagt, für den Bremer Vulkan, für den Westdeutschen Werfenverband waren dann Fördermittel da ohne Ende. Aber den DDR-Schiffbau zu stützen nach der Wiedervereinigung, dass der seine Aufträge abarbeiten kann und für 4, 5 Jahre da praktisch nochmal Leistung bringen kann und sich dann einbringen kann, das wurde nicht gemacht. Kurz zu den Druckmaschinen von Planeta. Die Planeta-Druckmaschinen waren auf der Welt wirklich weltweit bekannt. Die Firma hat die erste Bogen-Offset-Druckmaschine der Welt entwickelt, 1965. 1986 übrigens, also 4 Jahre bevor man dann sagt, dass die vollkommen marode war, hat der Kombinatsteil Planeta die weltweit längste Bogen-Offset-Druckmaschine hergestellt, die in den USA verkauft wurde. Das mal zu diesen Druckmaschinen von Planeta aus dem Hause in Radebeul. Ja, also noch bevor die Treuhand gegründet wurde, bevor einer über die Treuhand redet, oder bevor, sagen wir mal, davon haben sie schon geredet, aber auf jeden Fall war die Treuhand noch gar nicht auf dem Tisch und war noch gar nicht praktisch initiiert, sind die Kombinate und Betriebe, sind viele pleite und massiv geschwächt. In den ersten 10 Tagen nach der Wirtschaft, Währungs- und Sozialunion müssen 5.000 der 8.000 Kombinate und Betriebe schlagartig Zahlungsunfähigkeit anmelden. Und die werden dann noch über Wasser gehalten von Krediten von der Treuhand. Also letzten Endes vom Steuerzahler. Also wir haben denn diese Art der Währungsunion dann letztlich bezahlt. Ja, diese ökonomische Neutronenbombe, so hat das mal ein Ökonom genannt, diese ökonomische Neutronenbombe hätte keine Volkswirtschaft der Welt ohne größten Schaden überlebt. Und deshalb ist auch hier, ab hier auch wirklich unsinnig, noch die Debatten zu führen über die marode DDR, also wie marode oder nicht. Denn egal wie marode die DDR auch war, den schwersten Schlag ihrer Geschichte hat sie eben durch diese Währungsunion bekommen und nicht, wie allseits behauptet, durch die Inkompetenz der sozialen Planwirtschaft. Ja, und über diese Währungswirtschafts- und Sozialunion hat man einfach in Bonn entschieden, das haben wir gehört. Ja, wir fassen das mal zusammen, das Thema. Währungswirtschaft und Sozialunion, zum Glück zum letzten Mal sage ich das, Ausschaltung und Entwertung der DDR-Wirtschaft.
Wider besseren Wissens und entgegen einschlägiger Warnungen wird der in Bonn formulierte erste Staatsvertrag durch die Volkskammer gejagt. Der Mark der DDR wird 1:1 in D-Mark der BRD umgetauscht. Dies führt zu einer 400-prozentigen Aufwertung der Währung der DDR. Die gesamte Exportproduktion der DDR muss nun viermal so teuer auf dem Weltmarkt angeboten werden. Auch Material- und Lohnkosten steigen um Faktor 4. Niemand ist bereit, diese Preise zu zahlen. Die DDR wird von ihren wichtigen Exportmärkten abgekoppelt. Betriebe und Kombinate verlieren ihre Aufträge, sind über Nacht pleite und auf umfangreiche Kredite der Treuhand angewiesen. Die Rechtfertigung, dass man gezwungen war, so zu handeln, um eine Massenflucht zu vermeiden, ist hinlänglich widerlegt. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Und zwar Thema Nummer 4, Rückgabe vor Entschädigung. Wem gehört der Osten? Ich hoffe, man kann dieses Schild, was dieser Mann hier auf seinem Grundstück aufgebaut hat, lesen. Ja, die DDR oder für die BRD war die DDR ja eigentlich nie ein souveräner Staat gewesen. Das war mal die Zone. Es ist auch die Zone geblieben nach den Verträgen, die dann später kamen. Helsinki und so weiter, wo man dann die DDR anerkannt hat auf dem Papier, aber es war dann doch immer nur die Zone. Und entsprechend ging man jetzt auch ganz konkret mit ihrem Eigentum um. Wir haben gehört, der Anspruch auf das Volkseigentum war gelöscht. Es war zur Privatisierung an den Westen freigegeben. Dahingehend waren die Verhältnisse soweit korrigiert aus westdeutscher Sicht. Jetzt sollte es um die Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden gehen. Und die sollten auch wieder auf den alten Stand gebracht werden. Und da wollte man einfach mal das Rad der Zeit zurückdrehen, als wenn es 40 Jahre DDR und 16 Millionen Menschen einfach nicht gegeben hat. Und wenn man mal die Gründung der BRD, die ja gegründet wurde, um damit das Potsdamer Abkommen im Westen nicht umgesetzt wird, wenn man diese Gründung mal als eine Art Versprechen ansieht an die Unternehmer und Konzernherren und Bankenleute, die dann wirklich geflohen sind von der Roten Armee, als Versprechen ansieht, wir holen uns das mal eines Tages alles wieder, dann sollte dies nur erfüllt werden. Natürlich im Sinne der westdeutschen Eigentümer und gegen die Interessen von Millionen DDR-Bürgern und ohne Skrupel. Und vor allem letzten Endes gegen eine einständige wirtschaftliche Entwicklung im Osten. Dazu dann später mehr. Die BRD entschied, oder genauer die letzte Volkskammer, wir haben ja gesehen, wie diese Volkskammer gearbeitet hat, entschied mit einem der letzten Gesetze, die abgestimmt wurden, im September 1990 wurde das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen abgestimmt. Und dieses Gesetz schaffte nun juristische Grundlage, dass Hinz und Kunz oder vor allem Hinz von Kunz Besitzansprüche anmelden konnten auf Ländereien und Grundstücke. Und dann ging das einen gerichtlichen Weg und es ging um Klärung, wem das jetzt gehört auf einmal. Also man kann sich vorstellen, bis zu dieser Klärung war klar, dass der Boden erstmal nicht mehr dem Ostdeutschen gehört. Also in tausenden Fällen verloren einfach ostdeutsche Eigentümer ihre Grundstücke, ihre Häuser und mussten einfach gehen. Die DDR wurde jetzt nicht mehr nur über ihren Wirtschaftsbestand verramscht, sondern man hat dieses Land einfach zerlegt wie eine Weihnachtsgans und dann einfach die zerschnittenen Stückchen vor Gericht geklärt, wem die jetzt gehören. Ja, das Gesetz zur Regelung für offene Vermögensfragen führte zu einer ungeheuren Antragsflut. Letzten Endes lagen 2,4 Millionen Verfahren vor, auf endloser Amtshalde, weil die Gerichte waren vollkommen überfordert. Und es begann eine endlose Zeit des Wartens, der Angst und der Unsicherheit, denn man muss sich vorstellen, da klopft jemand an meine Tür und sagt, hören Sie mal zu, dieses Grundstück hat mir mal früher gehört, Anno Dunemal unterm Führer, weiß ich was, das würde ich jetzt gerne wieder haben und dann packen Sie schon mal die Koffer und die Haus können Sie auch vergessen, das ist ab heute meins. So muss man sich das vorstellen, ist das wirklich abgelaufen, das werden wir auch gleich sehen. Im Fall Kleinmachnow, um den es auch gleich gehen wird, sind von 5.800 Häusern, waren 5.000 Häuser unter Rückführungsanspruch, unter diesen gerichtlichen Verfahren betroffen. Also hat man bei 5.000 Häusern an die Tür geklopft und hat gesagt, packt mal eure Koffer. Hinter diesen 2,4 Millionen Anträgen, meistens von Westdeutschen, die Anspruch stellten auf das Eigentum ihrer Brüder und Schwestern im Osten jetzt, dahinter stehen natürlich Hunderttausende von Tragödien und das kann man natürlich auch mit diesen Zahlen nicht richtig darstellen. Deswegen ist hier ein längerer Beitrag einer MDR-Dokumentation zu diesem Thema. Längerer Beitrag heißt 2 Minuten, glaube ich. Ende der deutsch-deutschen Brüderlichkeit. Das Jahr nach dem Mauerfall. Es geht um Grund und Boden. Sag die Wahrheit! Du Pfeife! Die Stimmung ist ganz klar. Wir bewaffnen uns und wir stecken die Häuser in Brand. Rund 1 Million Westdeutsche fordern jetzt ihre Grundstücke zurück. Ich habe früher hier gelebt, vor dem Mauer. Ich habe es gebaut.
Ein ganz fieser Kerl. Arrogant, Bistum geht nicht mehr. Mein Eigentum, mein Eigentum. Es kommt zum Sturm auf die Grundbuchämter. Also ich habe gefragt, wer in dem Grundbuch eingetragen ist. Und sie haben mir gesagt, dass wir als Eigentümer eingetragen sind, aber nur fürs Haus. Also der Grund und Boden ist trotzdem im Westbesitz. Und wir müssen abwarten, wie sich das nun ergibt. Sie können uns das Haus nicht wecken, was wir drauf gebaut haben. Aber wir müssen sehen, wie die Gesetze sich und wie sich das alles entwickelt. Und wir sollen keine Angst haben, hat sie mir gesagt. Dann weiß ich ja, dass das irgendwie dann gut geregelt wird, ja. Dass wir das Haus nicht verlieren. Weil wir sind doch gerne vom Eigentümer kaufen. Ja, vom Eigentümer kaufen. Wir wollen sie nämlich in Verbindung setzen, der war schon bei uns. Aber mit so einer Impertinenz, ja, das braucht man ja nicht. Man kann ja trotzdem sachlich und gut dabei sein. Dann wird hier noch nichts dafür, dass wir vom Staat dieses Nutzungsrecht bekommen, ein Haus hochzubauen. Da können Sie uns doch keine Vorwürfe für machen. Oder meinen Sie, wir haben damit gerechnet, dass wir halt vom halben Jahr, dass sich unsere ganze Entwicklung, dass sie so vorangeht? Und da hat man mir gesagt, wissen Sie, wenn Sie Besitzansprüche stellen, dann gehen Sie mal schnell von meinem Grundstück runter. Das ist doch richtig, das haben Sie mir auch gesagt. Ich hätte die Polizei holen können und hätte Sie runterwerfen lassen können. Das haben Sie mir geantwortet auf dem Magistrat. Ja. Mit welchem Recht denn auch? Sie können doch nicht einfach kommen und das Grundstück... Das sind stalinistische Methoden. Wieso sind das stalinistische Methoden? Das ist Eigentum. Und wenn Sie es nicht erworben haben, dann ist es nicht Eigentum. Die Stimmung ist ganz klar. Wir bewaffnen uns und wir stecken die Häuser in Brand und wir jagen die in die Luft. Also wenn jemand mein Haus hier haben will, der kriegt es nicht. Nur bei meiner Leiche. Ich sage Ihnen auch selber. Der Mann kriegt dieses Haus, solange ich lebe, nicht. Lebendig kriegt er das Haus nicht. Steht für mich fest. Hundertprozentig. Allein hier in Kleinmachnow waren 5000 der 5800 Grundstücke von Rückübertragungsansprüchen betroffen. Im Zentrum Berlins ist die Lage nicht besser. Prominentestes Beispiel, der Platz, auf dem der Fernsehturm steht. Das Wahrzeichen der DDR steht auf Schweizer Eigentum. Und ich sage ganz offen, ich habe ja nie daran gedacht, dass mal irgendwas noch wieder kommen würde. Zur Sicherheit haben sie aber doch Anspruch auf ihr Grundstück mit dem Fernsehturm erhoben. Wem gehört Leipzig? Zurzeit? Keinem. Keinem. Und das ist auch ein Riesenproblem. Ich sage manchmal Wildost. Jeder kann machen, was er will. Und ich habe manchmal die Bedenken, dass Immobilienhaie Grundstücke verkaufen, die ihnen nicht gehören. Weil die Situation so unklar ist. Gibt es da Beispiele dafür? Ich kann Ihnen keins belegen, weil wir im Grunde genommen nicht wissen, was uns gehört. Hans Prinz von Sachsen-Altenburg, bislang wohnhaft in Stuttgart, durchmisst schon mal den Besitz seiner Vorfahren. Stattliche 1000 Hektar mit Wald und Seen. Er will das gemeine Volk nicht verjagen, sondern für sich arbeiten lassen. Ich möchte natürlich gerne die Existenz dieser Menschen hier verbessern und kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere gerne wieder von seiner Verantwortung für das Land, für die Bewirtschaftung befreit wird und dann gegen ein vernünftiges Entgelt hier arbeiten kann und seine Existenz haben kann. Fürsorge um das Wohl der Untertanen war schon immer Kennzeichnung des ostelbischen Adels. Der Gedanke bei unseren ehemaligen LPG-Mitgliedern, jetzt Mitgliedern der Produktivgenossenschaft, ja, in der Endkonsequenz werden wir dann zu Knechte und das wollen wir nicht. Zurück nach Rangsdorf. In der Gemeinde südlich von Berlin sind schon im Frühjahr 1990 Besichtigungstermine an der Tagesordnung. Auch dieses Grundstück wurde vom alten Besitzer bereits in Augenschein genommen. Der kam aus West-Berlin und stattete den neuen Bewohnern seinen Besuch ab. Und dann kam er eben mit seinem Bauberater, Hammer und Meißel, und klopfte dann an diesem einen Sonnabend den Putz von der Wand. So sah das Haus aus, wie es erbaut worden ist. Und von diesem Foto ging er aus und wir sollten den Ursprungszustand wiederherstellen. Ich weiß nicht, von was für Vorstellungen dieser Mensch ausgeht.
Insgesamt sind bei den zuständigen Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen mehr als 2 Millionen Anfragen auf Rückübertragung eingegangen. Wenn wir hier raus müssen, können wir uns aufhängen. Wo sollen wir denn hin? Die Monate nach dem Mauerfall. Für manche Hausbesitzer eine Belastungsprobe, die bis heute nachwirkt. Das war die schwerste Zeit meines Lebens. Nicht zu wissen, was wird. Ja, die Dame, die eben noch gesprochen hat, die musste übrigens tatsächlich ausziehen und musste nochmal mit 50 dann nochmal sich ein neues Haus bauen. Ja, der Film hat jetzt angedeutet, dass hier wirklich Tausende vor Gericht geschleift wurden. Tausende Grundstücke und Häuser wurden dann praktisch, da wurden diese Leute enteignet, mussten darunter. Viele andere haben auch Glück gehabt, der Anspruch wurde fallen gelassen oder die Sache wurde dann irgendwie anders geklärt. Dabei ist nicht geblieben. Es gab auch gerade vor kurzem nochmal einen aufsehenerregenden Fall. Der Georg Friedrich Prinz von Preußen, der hat mal eben die Rückgabe von tausenden Kunstwerken aus Museen gefordert. Der wollte ins Schloss Sessilienhof einziehen. Also der wollte ein Wohnrecht bekommen in diesem Schloss. Das ist jetzt ein Museum, da wurde das Potsdamer Abkommen unterzeichnet. Oder zum Beispiel 1997, da hat eine Familie von und zu Putbus mal eben vor Gericht den Rückanspruch angefordert für die gesamte Insel Rügen. Und das hört sich an wie ein Witz und das wurde ernst genommen und diesen Leuten wurde mit dem Prinzip Rückgabe vor Entschädigung alle juristischen Mittel in die Hand gegeben, diese Ansprüche zu stellen. Wenn es sich um Land handelt, was durch die Bodenreform in der SBZ, diese Enteignung, die dort vollzogen wurden, an dieses Land kam man nicht so einfach ran, weil die SU hat während der Verhandlungen zum Anschluss der DDR klipp und klar gesagt, in den 2+4-Verträgen, dieses Land oder diese Enteignung dürfen nicht angetastet werden. Es ist für mich vollkommen klar, wenn die SU mit ihrer Macht damals nicht in diesen Verträgen das festgelegt hätte, dann hätte man auch versucht, an diese Enteignung ranzukommen, hätte auch die versucht, rückgängig zu machen. Hat man übrigens auch versucht über Strohmänner und so, ist nochmal eine ganz interessante Geschichte, muss ich auch nochmal reinarbeiten. Was aber untergeht bei der ganzen Sache, weil wenn man sich die Sachen anschaut, dann geht es wie gesagt immer um die Grundstücke. Es geht auch mal um ein Grundstück in der Stadt, wie wir gesehen haben, Berlin und Leipzig. Aber was so ein bisschen runterfällt und gar nicht behandelt wird, ist eine andere gravierende Seite der Geschichte, nämlich diese Rückübertragungsansprüche betrafen eben längst nicht nur Privatgrundstücke und Landschaften und Stadtgebiete, sondern ins Visier der Neu-Alteigentümer, wie ich sie immer nenne, gerieten auch viele, viele Grundstücksflächen von Betrieben und Kombinaten. Eine genaue Zahl liegt da nicht vor, aber es muss schon ganz schön gewaltig gewesen sein, denn der Autor Martin Pflug hat in seinem beachteten Buch Treuhandpoker, geht er davon aus, dass es faktisch kein Betriebsgrundstück der DDR gab, auf dem nicht irgendwelche Rückübertragungsansprüche waren. Wie gesagt, Rückübertragungsanspruch hieß, die Sache geht vor Gericht und dort liegt sie erstmal Ewigkeit. Und das war für die Betriebe und Kombinate doppelt und dreifach schlimm. Denn zum einen, auf den Flächen, die jetzt vor Gericht lagen, worum gestritten wurde, diese Flächen wurden von der Treuhand nicht in die Bewertung eingegangen. Also praktisch in die Bewertung der Unternehmen, ihres Wertes, ihrer Wertbilanz, sind diese Flächen einfach verschwunden. Und Grund und Boden ist ja im Kapitalismus eine sehr teure Geschichte. Man kann sich vorstellen, welche Werte einfach aus den Wertbilanzen der Unternehmen einfach verschwunden sind. Zum anderen muss man sich vorstellen, dass natürlich Kombinate und Betriebe mit solchen offenen Eigentumsfragen, da sind einfach die Investoren abgesprungen schlagartig, denn wer kauft ein Unternehmen oder ein Kombinat oder einen Betrieb, wo nicht mal klar ist, ob der Rasen vor der Tür oder die Lagerhalle hinter dem Betrieb überhaupt gehört. Man geht in Schätzung davon aus, dass durch diese Rückgabe vor Entschädigungsregulierung viele Betriebe in eine tödliche Warteschleife geraten sind und dann auch ruiniert wurden. Und allein dadurch bis zu 200 Milliarden DM Gelder von Investoren, die im Osten investieren wollten, einfach mal nicht dahin geflossen sind, einfach abgeschreckt wurden. Also auch das ein gravierender Schlag gegen die DDR-Wirtschaft und gegen einständige Strukturen dort. Wir fassen zusammen. BRD löst ihr Versprechen auf Restauration der Eigentumsverhältnisse konkret, was Grund und Boden betrifft, bei all denen ein, die vor der antifaschistischen demokratischen Umwälzung in den Westen flohen. Mit dem Gesetz zur Regelung der offenen Vermögensfragen werden diese Kräfte die juristischen Mittel dafür eingeräumt. Millionen DDR-Bürger werden vor die Gerichte geschleift, ihr Eigentum wird in Frage gestellt, Tausende werden zugunsten westdeutscher Ansprüche enteignet.
Hier manifestiert sich immer mehr der an Hochmut und Ignoranz nicht zu überbietende Umgang von Seiten der BRD mit den Bürgern der DDR. Betriebs- und Kombinatsgrundstücke sind massiv betroffen von Rückübertragungsansprüchen. Die Auswirkungen für die ohnehin durch die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion geschwächten Betriebe und Kombinate sind verheerend. Da betreffende Grundstückswerte durch die Treuhand aus den Wertbilanzen der Betriebe und Kombinate gerissen werden, sind diese immens geschmälert. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, wie das mit den Pausen ist, ob da jemand schon Notwendigkeit sieht. Okay, ich kriege keine Meldung. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch auf Sendung hier. Alles gut noch. Alles gut, okay. Dann mache ich weiter und wir kommen zum nächsten Thema. Oh, da ist noch ein Punkt. Oh, Entschuldigung. Ja, aufgrund der auf lange Sicht ungeklärten Eigentumsfragen beginnt eine tödliche Warteschleife für Banken und Investoren springen ab. Entschuldigung, das habe ich ein bisschen untergehen lassen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 5. Die Erfindung der Altschulden und die Übernahme der DDR-Banken. Ja, dieses ist ein ganz besonderes Thema, denn eigentlich bei keiner Maßnahme der BRD treffen die massive Schädigung der DDR-Wirtschaft, eine fantastische Bereicherung westdeutscher Banken und eine Abwälzung horrender Kosten auf die Gesamtbevölkerung so aufeinander, diese drei Punkte, wie bei diesen Erfindungen der Altschulden. Wir sehen hier auf dem Bild eine der ersten bundesdeutschen oder eine der ersten Filialen der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat 2006 die Berliner Bank gekauft und von dieser Berliner Bank werden wir gleich noch mehr hören. Ja, ganz kurz und grob, wie so der Geldfluss in der DDR oder der Mittelfluss in der DDR so funktionierte. Das ist ganz wichtig zu verstehen vorher. Und zwar Kombinate, Betriebe, Industrie, Dienstleistung, Handel, also die gesamte Volkswirtschaft erwirtschaftet ja Mittel. Also da werden Sachen praktisch erwirtschaftet und sind Plus. Und diese ganzen Mittel wurden in einen gesamtgesellschaftlichen Fonds eingezahlt. Also alle, jetzt Gewinne ist jetzt nicht das richtige Wort, das ist ein Wort aus Kapitalismus, aber einfach die erwirtschafteten Mittel werden komplett an diesen Fonds übertragen. Also sie bleiben nicht bei den Unternehmen. Im Westen landen sie in irgendwelchen unzähligen privaten Panzerschränken und sind nicht mehr nachvollziehbar. Aber wie gesagt, in der DDR landen alle diese erwirtschafteten Mittel in einem gesamtgesellschaftlichen Fonds. So, aus diesem Fonds, also den Big Pot, den großen Topf, werden nun alle Mittel überführt an die, die es brauchen. Zum Beispiel die Kombinatorbetriebe selber für ihre Produktion, für Material, für Löhne, für Maschinen und für den Transport zum Beispiel. Oder es gehen Mittel aus diesem Fonds an die Wohnungsbauverwaltung zum Erhalt und Neubau ihrer Häuser. Denn die geringen Mieten, die DDR-Bürger gezahlt haben, konnten diese Kosten nicht decken. Oder es gehen Mittel an den Staat für seine Subventionen, für Lebensmittel oder Energie oder so. Auch der gesamte soziale Sektor erhält aus diesem gesellschaftlichen Fonds die Mittel. Also nochmal ganz kurz, alle erwirtschaftlichen Mittel gehen in diesen Fonds. Und der Fonds zahlt dann diese Mittel an alle, die Mittel brauchen, wieder aus. So ungefähr kann man sich das grob vorstellen in der sozialistischen Planwirtschaft. Und für das Überführen dieser Mittel, also als Mittler zwischen denen, die was brauchen und denen, die was einzahlen, agieren die staatlichen Banken der DDR. So, jetzt kommen wir zum ersten Streich dieser Erfindung der Altschulden. Weil nämlich keineswegs unbedacht und wider besseren Wissens wird einfach mit dem Punkt der Wiedervereinigung, wird auf dieses Standbild geschaut, was ist hier gerade los, und jegliche Zahlung der staatlichen Bank aus diesem Fonds wird einfach in einen marktwirtschaftlichen Kredit umgewandelt und darauf werden hohe Zinsen erhoben. Das heißt also, wir haben vorher ein gesamt in sich agierendes System mit Außeneinzahlungen und jetzt kommt die BRD und mit dem Anschluss sagt sie, stopp mal kurz, alle Sachen, die die Bank hier an die Unternehmen gezahlt haben, sind Kredite. Und damit erfindet man einfach mal Altschulden, die einfach in einem gesamtgeschlossenen Wirtschaftssystem vorher gar keine Kredite oder Schulden darstellen. Sie werden einfach hier erfunden. Und auf einmal sind es, wie gesagt, marktwirtschaftliche Kredite und auf die müssen jetzt auch Zinsen gezahlt werden. Und das kann man sagen, ist ein Zinsanstieg von 0 auf 10% und allein diese Zinsen belaufen sich auf 10 Milliarden DM. Und so haben wir uns über Nacht eben diese Schulden gebacken. Also nochmal zum Mitschreiben, die B übernimmt das Gesamtsystem DDR, in dem sich Außeneinzahlungen in den gesellschaftlichen Fonds ausgleichen und in Balance behalten und löst nun einfach die Auszahlung von der Einzahlung und erklärt diese zum gegebenen Kredit. Ja, die Auswirkungen,
In dieser Aktion über Nacht wird nun ein großer Teil der Betriebe und Kombinate der DDR einfach mal hoch verschuldet. Die Leute haben einfach über Nacht in ihren Büchern riesige Kredite und riesige Schulden. Die belaufen sich anfangs insgesamt um 177 Milliarden DM. Rücklagen haben die Betriebe und Kombinate, die eh schon durch die Hölle gegangen sind mit der Wirtschaft während der Sozialisierung, natürlich nicht. Und auch die kommunalen Wohnungsverwaltungen haben nicht die Mittel, diese Kredite zurückzuzahlen. Und eine Folge davon ist, dass zum Beispiel diese kommunalen Wohnungsverwaltungen im Anschluss massenhaft staatliche Wohnungen verkaufen. Das ist ja auch später nochmal entscheidend bei den Steigerungen der Mieten und so. Also dadurch kam das, dass diese unglaublich viele Wohnungen verkauft wurden, weil diese Verwaltung nicht mehr diese Altschuldenkredite zurückzahlen konnten. Ja, viele Kombinatorbetriebe stehen natürlich da sofort vor dem Ruin und werden dann von der Treuhand, da sie ja überschuldet sind, zu nicht sanierungsfähigen Objekten erklärt. Also nach allen Regeln der Kunst macht man sie vorher nicht mehr sanierungsfähig und erklärt sie dann zu nicht sanierungsfähig. Genau. Das ist ein sehr schwerer Schlag gegen die Wirtschaft im Osten, der ihr bis heute die Gurgel zuzieht. Also bis heute müssen diese Kredite abgezahlt werden. Noch anschaulicher wird das dargestellt im nächsten Clip aus dem Film Beutezug Ost. Das Ehepaar Tiedemann ist 1972 in den Wohnblock in der Nähe des Stahlwerks gezogen. Mit dessen Niedergang leerte sich auch der Plattenbau. Die Tiedemanns gehören zu den letzten vier von einst 25 Mietparteien. Die Wohnungen für die Stahlarbeiter von Eisenhüttenstadt waren mit staatlichen Geldern erbaut worden. Gelder, die sie auch hier im Eisenhüttenkombinat selber erwirtschaftet hatten. DDR-Kombinate wie das Stahlwerk Eisenhüttenstadt produzieren bis zur Wende mit Gewinn. Den müssen sie an den Staat abführen. Aus diesen Gewinnen fließen von der Staatsbank Gelder an die volkseigenen Betriebe zurück. Für Investitionen, für Betriebswohnungen, Kindergärten und Kulturhäuser. Der Geldkreislauf einer zentral gelenkten Wirtschaft. Verena Rührbach von der Wohnungsbaugenossenschaft macht die Privatisierungspolitik der Treuhand dafür verantwortlich, dass die Wohnungen der Stahlarbeiter heute nicht mehr kostendeckend verwaltet werden können. Die ostdeutschen Wohnungsgesellschaften sind noch heute mit 10 Milliarden Euro Altschulden belastet. Die Altschulden rühren natürlich aus der Wendezeit heraus. Wir haben ja zu DDR-Zeiten für den Wohnungsbau Kredite vom Staatshaushalt erhalten. Das heißt, wir haben keine Kreditverträge, aber der Staat hat die Zinsen, diese Kredite bezahlt. Und zur Wende wurden einfach diese Kredite in unsere Bilanzen einbezogen. Irgendjemand musste sie ja bekommen. Und da wir Eigentümer der Häuser waren, gab das D-Mark-Bilanzgesetz vor, diese Verbindlichkeiten müssen bei den Wohnungsgesellschaften auftauchen. Und dadurch haben wir fiktive Kredite in unseren Büchern, die uns bis heute noch stark belasten. Fiktive Kredite, denn die Gewinne aus der Stahlproduktion und die Ausgaben für Wohnungen waren in der DDR-Wirtschaft Elemente einer staatlich gelenkten Wirtschaft. Aus Staatskrediten wurden Schulden bei Privatbanken, eine Belastung bis heute. Das Grundprinzip war, dass über den Kredit, über das Geldwesen eine Kontrolle der Wirtschaft stattfinden soll. Demzufolge war in der Kreditverordnung geregelt, dass jeder Betrieb verpflichtet war, Kredite aufzunehmen, um seine Produktion zu finanzieren. Nach der Währungsunion werden die DDR-Banken privatisiert. Jetzt sollen die Firmen die Staatskredite in harter D-Mark an die Privatbanken mit hohen marktüblichen Zinsen zurückzahlen. Die ehemaligen volkseigenen Betriebe haben plötzlich 177 Milliarden D-Mark Schulden. Schulden, die eigentlich keine sind. Ja, das ist schon echt eine Packung. Aber es geht noch weiter, denn der zweite Streich folgt zugleich. Denn diese sagenhaften Altschulden wurden gar nicht für die Staatskasse ersonnen, das haben wir gerade gehört. Denn die gingen nämlich leer aus. Ganz im Gegenteil, da kommt noch mehr, da kommen noch ganz andere Sachen, die auf die Staatskasse zukommen. Denn diese märchenhaften Altschulden wurden nun gar nicht vom Staat BRD eingefordert, sondern diese frisch gebackenen milliardenschweren Altschuldenforderungen hat man einfach zusammen mit den staatlichen Banken der DDR an bundesdeutsche Bankenhäuser verschleudert, wirklich verschleudert, was wir gleich hören werden. Man hat einfach gesagt, hier hast du die staatliche Bank der DDR, die kannst du haben für ein Abel und ein Ei. Und mit dieser Bank erhältst du, Deutsche Bank oder Dresdner Bank, erhältst du praktisch die gesamten Kreditaltschuldenforderungen.
eigentlich kann man sagen, hat es so einen Handel noch nicht gegeben, der da abgezogen wurde. Und dazu lasse ich mal den Tagesspiegel sprechen, der da wirklich einen sehr guten Artikel geschrieben hat. Schulden ohne Sühne. Wie sich westdeutsche Banken auf unsere Kosten an fiktiven DDR-Krediten bereicherten. Von Lorenz Marold, Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels. Erschienen am 1. Juli 2005. Es kommt einiges zusammen für Horst Köhler an diesem 1. Juli. Auf den Tag genau vor 15 Jahren vollzog sich ein waghalsiges Experiment, das Köhler als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium maßgeblich vorbereitet und durchgezogen hat. Die Währungsunion. Bis heute sind die Umstände der finanziellen Vereinigung nicht ganz geklärt. Es ranken sich Mythen darum, Verschwörungstheorien. Sicher ist, dass die Akteure damals der DDR-Wirtschaft den Rest gaben und die Bundesrepublik auf ungewisse Zeit hinaus mit gigantischen Schulden belasteten. Es geht um 200 Milliarden Euro. Für einen Großteil der heutigen Schulden ist damals, im Sommer 1990, der Grundstein gelegt worden. Profitiert haben vor allem westdeutsche Firmen. Heute, mit 15 Jahren Abstand, wirkt es verblüffend, wie leichtfertig die Bundesregierung über naheliegende Einwände gegen manches Vorhaben hinweg ging. Eines der extremsten Kapitel der Währungsunion ist der Ausverkauf der ostdeutschen Banken. So grotesk wie hier ging es kaum anderswo zu. Die Bundesregierung schenkte, auch mit Hilfe der Volkskammer, den westdeutschen Banken Milliarden auf Kosten der Steuerzahler. Aber warum? Waren die Akteure mit der Situation überfordert? Was damals mit den Banken geschah, ist jedenfalls eine atemberaubende Wolte. Dabei ist der folgenschwere Zug, der im Westen die Kassen füllt und im Osten Betriebe reihenweise ruinierte, nicht viel mehr als ein semantischer Trick. Es wurde einfach so getan, als wäre die zentrale DDR-Planwirtschaft ein freies Handelssystem gewesen, mit vollkommener Autonomie jedes Unternehmens. Im Kern standen dabei die vermeintlichen Kredite der Ostbetriebe. Formell wurden die Zuwendungen an die volkseigenen Betriebe, die Wohnungswirtschaft und die Genossenschaften über die ebenfalls staatlichen Banken abgewickelt. Also Kredite, da kennt sich der Westbanker aus. Kredite müssen zurückgezahlt werden. Einheit hin, Sozialismus her. Dass in der DDR gar keine Kredite im marktwirtschaftlichen Sinne vergeben wurden, dass also die vermeintlichen Schulden der Unternehmen nichts anderes waren als politisch gewollte und gesteuerte Subventionen, scherte weder die Politik noch die Banken. Auch dass die einzelnen Wirtschaftseinheiten ihre Nettogewinne an den Staatshaushalt abführen mussten, irritierte hier nicht. Aber wie hätten die Betriebe da ihre angeblichen Schulden begleichen können? Wie falsch diese regierungsamtliche Sicht der Planwirtschaft war, hat später nicht nur der Bundesrechnungshof festgestellt. Doch da war es längst zu spät. Der Bundesrechnungshof hat in jahrelanger Puzzlearbeit die vielen Seltsamkeiten bei der Abwicklung des DDR-Bankensystems untersucht. Der Bericht wurde als streng vertraulich eingestuft. Es heißt darin unter anderem, die Treuhandanstalt, für die Köhler zuständig war, und das Bundesfinanzministerium hätten Steuergelder in Milliardenhöhe verschleudert, weil sie sich bei der Veräußerung der ehemaligen DDR-Banken an westdeutschen Kreditunternehmen von diesen hätten übervorteilen lassen. Bei Geschäftsbesorgungsverträgen mit der Deutschen Bank und der Dresdner Bank sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Bei den Verkaufsverhandlungen der von den Banken gegründeten Joint-Venture-Unternehmen seien sogar erpresserische Methoden angewandt worden. Banker wäre damals bestimmt so mancher gerne gewesen. Leichter konnte man Geschäfte kaum machen. Die Berliner Bank zum Beispiel kaufte die aus der DDR-Staatsbank hervorgegangene Berliner Stadtbank für 49 Millionen Mark. Sie erwarb damit zugleich durch den Staat garantierte Altschuldenforderungen in Höhe von 11,5 Milliarden Mark, das 235-fache des Kaufpreises. Die Genossenschaftsbank West kaufte die Genossenschaftsbank Ost für 120 Millionen Mark und erwarb Altschuldenforderungen von 15,5 Milliarden Mark. Die Westdeutsche Landesbank Girozentrale zahlte für die Deutsche Außenhandelsbank 430 Millionen Mark, also eine knappe halbe Milliarde, und bekam dafür Altschuldenforderungen
über 7 Milliarden Mark und so weiter. Die westdeutschen Banken mussten zwar auch Verbindlichkeiten übernehmen, aber allein die Zinsen auf die übernommenen Altschulden reichte, um den Kaufpreis auszugleichen. Dass die DDR-Zuweisungen in marktwirtschaftliche Schulden umgewandelt wurden, hat nicht nur die westdeutschen Banken zu Einheitsgewinnern gemacht, sondern auch große Teile der ostdeutschen Wirtschaft in Abhängigkeit gebracht. Mindestens das. Für viele betroffene Unternehmen, die sich plötzlich mit astronomischen Rückzahlungsforderungen und rasant steigenden Zinsbelastungen konfrontiert sahen, bedeutete es den Ruin. Sie verfügten wegen der Zwangsabführung ihrer Gewinne über keinerlei Rücklagen, wurden von der Treuhand als nicht sanierungsfähig eingestuft und abgewickelt. Ja, wie eben gehört, hat der Staat dann auch noch Garantie übernommen für die Rückzahlung. Und die Kommunale konnten, wie gesagt, nicht zurückzahlen. Und deshalb hat einfach der Staat diese Schulden übernommen, die er vorher selber erfunden hat und hat dann das den Banken gezahlt. Hat die Treuhand bei sämtlichen Verkäufen diese fiktiven Altschulden natürlich dem Käufer aus dem Westen natürlich erlassen. Und auch diese Altschulden bei den Betrieben und Kombinaten sind dann letzten Endes beim Steuerzahler hängen geblieben. Und da ist also auch ein großer Teil der Schulden entstanden, die Treuhand dann erwirtschaftet hat. Denn sie hat ja über 200 Milliarden DM miese gemacht bei ihrer Arbeit. Die erfundenen Altschulden bleiben also beim Steuerzahler hängen. Dazu nochmal der uns bekannte Treuhanddirektor Detlef Scheunert zu dieser Frage mit den Garantien der Banken. Also ich glaube, dass Konzerne mit ihrem Selbstverständnis, dass sie ja die Master Universe waren und sind, auch Großbanken, der Meinung waren, also Politik, Kohl, wenn wir dir jetzt hier folgen und unseren schmutzigen, kleinen, stinkenden Hinterhof aufräumen, was natürlich bei unseren Muskeln überhaupt kein Problem ist, sowas machen wir in ein paar Monaten, dann möchten wir auch Zugeständnis haben. Die Großbanken haben die gesamte Liquiditätssicherung der Treuhandanstalt, die vielen, vielen Milliarden, die in die russischen Betriebe liegen, sich mit einer Globalbürgschaft der Treuhandanstalt versüßen lassen, das heißt des Bundes. Das heißt, keine große deutsche Bank hat je eine D-Mark als Risiko gehabt. Es war immer vom Bund der Globalbürgschaft abgesichert. Ja, also man ist doch geneigt, Respekt zu zollen vor diesem Meisterstück. Der Staat BRD oder durch die Treuhand wird ein Gesetz rausgegeben, dass Altschulden erfunden werden. Diese Altschulden nimmt dann gar nicht der Staat ein, sondern die werden verkauft von Apfel und ein Ei. Und die BRD wird auch noch zum Eintreiber dieser Schulden. Für die ostdeutschen und Wohnungsunternehmen entstehen dadurch Schulden von 52,5 Milliarden DM. Und um aus dieser Schuldenfalle rauszukommen, wie gesagt, werden 100.000 staatliche Wohnungen verkauft oder müssen abgerissen werden. Hier wird wirklich die Grundlage geschaffen für den massiven Anstieg der Staatsverschuldung der BRD, die ja durch den Anschluss entstanden ist. Uns wird ja immer erzählt, die arme BRD hat Schulden aufnehmen müssen, weil die DDR-Wirtschaft so derart marode war und man ja den Osten stützen musste, weil ja da nichts lief, weil wir waren ja alle zu blöd zu arbeiten. Und hier sieht man halt, wie diese Schulden ein bisschen entstanden sind, wie hier einfach die Grundlagen für diese Schulden gestellt wurden. Fast die Hälfte der gesamten Schulden übrigens, die man heute als Wiedervereinigungsschulden deklariert, sind übrigens Sozialausgaben. Sozialausgaben für die Millionen Arbeitslosen. Ja? Also man macht diese Leute arbeitslos, man legt die Wirtschaft aufs Kreuz und muss diese Leute dann ernähren. Und hinterher sind es dann die Schulden, die für uns arme Ossis der gute Westen aufgenommen hat. Wir blicken mal auf die Staatsverschuldung und da sieht man gerade in diesen Jahren 1990 und 1995 wirklich eine Verdopplung der Schuldenlast. Ja, nebenbei haben wir, wie gehört, hat man damit dann noch schnell traumhafte Profite für die Banken geschaffen. Und die Schulden dürfen wir in Ost und West abstottern. Wir fassen zusammen. Die Erfindung der Altschulden und die Übernahme der DDR-Banken. Im Zuge der Durchführung der vom Westen durch die Volkskammer gebrachten Vertrag über die Schaffung der Währungswirtschafts- und Sozialunion werden sämtliche Geldflüsse von den Staatsbanken der DDR in Richtung Wirtschaft, zum Beispiel Wohnungsverwaltung, ohne jegliche Grundlage zu Krediten im marktwirtschaftlichen Sinne zu Recht gelogen. Über Nacht sind damit die meisten der ostdeutschen Wirtschaftseinheiten mit 177 Milliarden DM massiv überschuldet.
werden unverkäuflich und von der Treuhand als nicht sanierungsfähig eingestuft oder sind augenblicklich ruiniert. Die Wohnungsbaugenossenschaften bzw. Kommunen stehen jetzt mit über 50 Milliarden DM als Schulden in der Kreide. Nicht der Staat BRD übernimmt die Kreditforderungen, er treibt sich für die westdeutschen Banken quasi ein, denn an diese verkauft die Treuhand die Staatsbanken der DDR samt den zurechtgelogenen Kreditforderungen für einen Bruchteil des Wertes. Durch die Übernahme zahlreicher Altschuldenforderungen durch die Treuhand beim Verschleudern ihres Bestandes, die ostdeutschen Wirtschaftseinheiten sind längst nicht mehr in der Lage zu bezahlen, werden die erfundenen Altschulden auf den Rücken des Steuerzahlers geladen. Die Grundlage für die Verdopplung der Staatsverschuldung der BRD im Zeitraum 1990 bis 1995 ist damit gelegt. Wir kommen zum letzten Thema. Und das ist die Arbeitsweise der Treuhand. Wertermittlung nach Entwertung und Bewältigung des Mengenproblems der Treuhand. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Punkt in diesem Referat, wie gesagt. Und es geht erst jetzt eigentlich um die Arbeit der Treuhand. Aber das ist mit Absicht so gewählt, weil ich finde, dass die Maßnahmen der Bundesregierung weitaus mehr Schaden angerichtet haben und eigentlich das Fundament und die Schienen für die Treuhandarbeit gelegt haben. Ja, bevor die Treuhand ans Werk geht übrigens, oder so mittendrin ein bisschen, hat man sich nochmal schnell komplette Straffreiheit bei grober und leichter Fahrlässigkeit gewähren lassen. Das ist leider ein Punkt, der hier auch aus Zeitgründen nicht mehr näher behandelt wird. Und zwar gab es dann wirklich von Onkel Theo Weigel einen Brief an die Frau Birgit Breuel mit der Darstellung, hier braucht sich keiner Gedanken machen. Bis zur Ebene der mittleren Mitarbeiter der Treuhand ist grobe und leichte Fahrlässigkeit ist praktisch ausgenommen von der Strafverfolgung. Also die konnten jetzt machen, was sie wollten. Das Bild, was wir hier sehen, ist der innere Radius des großen Förderseilrades vom Förderturm des Kalisalzbergwerkes Thomas Münzer in Sondershausen. Und natürlich steht der Thomas Münzer Schacht, also Bischofferode, exemplarisch für das Schicksal der gesamten DDR-Industrie. Aber ein Schicksal gibt es nicht, sondern letztlich nur Ursache und Wirkung. Und dazu kommen wir jetzt, nämlich zu der Arbeit der Treuhand an sich. Ja, die DDR-Wirtschaft hatte einen gewaltigen Substanzwert, also der Wert der Anlagen, der Wert der Maschinen, Grundstückswerte, Geldvermögen auf den Konten der Kombinate. Nur mal ganz kurz, 50% der Industrieanlagen der DDR waren keine 10 Jahre alt. Also wie gesagt, wirklich überalterten Anlagen standen hochmoderne Anlagen gegenüber. Kurz vor dem Ende der DDR hatte man nochmal ein Drittel aller alten Anlagen überholt und erneuert. Und und man hatte auch den Import von Industrieanlagen nochmal um 10% gesteigert, kurz im Anschluss. Also es war einiges an Werten vorhanden, die wirklich in die Milliarden gehen. Doch das alles spielt für die Treuhand überhaupt gar keine Rolle. Denn der Substanzwert der DDR-Industrie wird nicht zur Grundlage der Bewertung des Wertes der Unternehmen. Er ist vollkommen irrelevant. Denn zur Grundlage der Bewertung der Unternehmen in ihrem Wert wird der Ertragswert genommen. Also der Wert, der jetzt praktisch des jetzt zu erwartenden Ertrages. Also nicht etwa der erwartende Ertrag zu Zeiten des laufenden Betriebes, sondern was er jetzt an Ertrag bringen würde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also mit einem Blumenstrauß von Zerstörungsstrategien mit der Wirtschaftswährung und Sozialunion werden die Märkte entzogen, mit der Erfindung der Altschulden werden die Betriebe und Kombinate hoffnungslos überschuldet, Rückgabe vor Entschädigung, den Ostbetrieben mit Grund und Boden entzogen. Also man hat wirklich alles getan, damit diese Unternehmen definitiv keinen Wert mehr erbringen. Und dann hat man gesagt, so, und jetzt bewerten wir diese Unternehmen nach dem Ertrag, den sie jetzt einbringen können. Also mit dieser Bewertung hat man einfach nochmal diese Unternehmen massiv entwertet. Ja, da bleibt einem die Luft weg und das ist echt, da muss man seinen Hut ziehen vor so viel Dreistigkeit und Ignoranz. Und man kann sagen, in diesem Fall, also bei der Bewertung der Unternehmen, sind mit einem Kugelschreiberstrich sind wirklich riesige Werte verschwunden. Also vom Papier. Die Grundstücke, Barschaften der Unternehmenkombinate waren natürlich noch da und die Maschinenanlagen. Aber jetzt konnte man einfach sagen, dieses Unternehmen hat einen Wert von null und deshalb braucht auch der tolle westdeutsche Investor und Käufer, knallt uns eine Mark auf den Tisch und hat das Unternehmen mit all seinen Werten. Aber wir sagen, das Ding hat null Wert, weil es kein Ertrag praktisch in Zukunft zu sehen ist. Auch das stimmt in manchen Fällen nicht, was wir gleich sehen werden. Nämlich hier am Beispiel des Wärmeanlagenbau Berlins wird das nochmal schön ausgeführt. Der Wärmeanlagenbau Berlin, EBB, der größte DDR-Betrieb für Heizkraftwerke und Fernwärmetrassen.
BBB produziert außerdem Heizgeräte für den Haushalt. Als leitende Angestellte haben Wolfgang Weber und Dieter Stephan hier jahrzehntelang gearbeitet. Sie gehen 1991 optimistisch in die Marktwirtschaft, wollen sogar Teile ihrer Firma übernehmen. Vom Personal und von der Technik und von den Werkstätten her waren wir auf jeden Fall super aufgestellt. Wir hatten moderne Produktionsstätten, wir hatten geschultes Personal und hätten auch den Umschwung, auf den wir uns hier eingestellt haben, geschafft. Weber und Stephan sind damals überzeugt, dass die Firma genug Rücklagen hat, um sich auf dem Markt zu behaupten. Denn im Sommer 1990 besitzt Wärmeanlagenbau Berlin, WBB, Immobilien im Wert von 38 Millionen D-Mark. Ein Barvermögen von 153 Millionen D-Mark. Ein Teil davon Vorauszahlungen von Kunden. Bei Schulden von 31 Millionen ergibt sich ein Substanzwert von rund 160 Millionen D-Mark. Außerdem erwartet WBB Einnahmen aus Altaufträgen in dreistelliger Millionenhöhe. Die Treuhand schätzt das Vermögen nicht auf 160 Millionen, sondern viel geringer ein. Für sie hat WBB so gut wie keinen Wert. Denn in einer Dienstanweisung legt die Treuhand fest: Nach herrschender Lehre gilt für den Fall der Unternehmensveräußerung allgemein der Ertragswert. Der Ertragswert, also der zu erwartende Umsatz von WBB, ist im Gegensatz zum Substanzwert 1991 jedoch gering. WBB hat nach der Umstellung auf die D-Mark viele Kunden und damit Umsatz verloren. Der Ertragswert ist die normale Methode für die Bewertung eines Unternehmens. Das ist eine feststehende Tatsache. Niedriger Wert, deshalb niedriger Ertragswert. Der Substanzwert spielt keine Rolle. So werden Firmen wie WBB zu Schnäppchen. Ja, das ist geltende Lehre, dass man den Betrieben jede Möglichkeit nimmt, Ertrag zu erwirtschaften und sie hinterher nach ihrer Ertragserwartung beurteilt. Eine weitere Vorgehensweise der Treuhand ist, dass sie Insiderinformationen über Ostfirmen offenlegt. Da hält die Treuhand treu zu den Interessenten aus dem Westen. Man kann sich vorstellen, in der Treuhandzentrale gab es riesige Datenbanken, da konnten sich die westdeutschen Investoren umschauen. In diesen Datenbanken wurden Kundenstamm, Auftragslage, Entwicklung, Abteilung der ostdeutschen Betriebe offengelegt. Und somit konnte sich eigentlich jeder die Internas der Ostkonkurrenz anschauen und damit agieren. Und war damit im Vorteil. Wie gesagt, Auftragsbücher, Kundenstamm, Produktionsprozesse und so weiter wurden offengelegt. Industriespionage also staatlich gefördert durch die Treuhand. Wem die Datenbanken nicht reichen, der kann auch mal sich in jedem Ostunternehmen bei der Treuhand ein Besuchsrecht einräumen lassen. Ja? Der Berater von der Treuhand bekommt dann Schriebs hier, bei dem Kombinat hat man hier die Türen zu öffnen und man hat hier alles zu zeigen. Passiert ist das zum Beispiel im Fall des Schienenfahrzeugkombinates der DDR. Die DDR war einer der größten Exporteure von Güterwaggons und hat da einen gewaltigen Stückzahlen in 27 Länder exportiert. Und vor dem Untersuchungsausschuss der Treuhand hat dann ein Mitglied des Aufsichtsrates, des Nachfolgebetriebes, die Waggon AG, hat da zu Protokoll gegeben. Insiderwissen ist rausgeflossen dadurch, dass uns die westdeutsche Konkurrenz unter dem Mäntelchen des Privatisierungsinteresses nach und nach untersucht hat. Die brauchten gar keine Berater, der ihnen was weitergibt. Eine andere beliebte Vorgehensweise der Treuhand ist das Zerlegen von Kombinaten in nicht mehr eigenständig überlebensfähige Einzelteile. So geschehen zum Beispiel bei Leuna. Ein anderes Beispiel ist der riesige, weltbekannte, renommierte Werkzeugmaschinenhersteller Fritz Heckert. Fritz Heckert ist als Kombinat 1970 überhaupt der größte Maschinenbauproduktionseinheit der Welt. Der Maschinenbau der DDR steht auf der Maschinenbau-Weltrangliste auf Platz 5. Die Treuhand reißt die Forschung und Entwicklungsabteilung aus diesem Kombinat heraus und das wird an den Hauptkonkurrenten von Heckert, der Rothenberger Gruppe, verkauft. Also man nimmt aus dem Kombinat die Forschung und Entwicklungsabteilung, also das Know-how, verkauft es für ein Apfel und ein Ei an die Konkurrenz und zurück bleibt eine Hülle. Ein Maschinenbaukombinat ohne Entwicklungsabteilung ist natürlich geht in Richtung Ruin und der ist auch vorprogrammiert. Fritz Heckert geht kaputt daran und auch an anderen Sachen.
Eine weitere Taktik ist, um die Konkurrenz im Osten kaputt zu kriegen, das Aussperren ausländischer Investoren. So geschehen im Fall der DDR-Airline Interflug. Nämlich, als die zum Kauf angeboten wurde, da standen einfach die großen Airlines der Welt, zum Beispiel United Airlines oder British Airlines, standen Schlange, weil man wollte diese Interflug kaufen, weil nämlich mit dem Kauf dieser Airlines konnte man Anflugsrechte von vielen wichtigen Flughafen weltweit, gerade in Osteuropa, sich mit einkaufen, sogenannte Slots. Aber, also wie gesagt, es waren Käufer, standen auf der Matte, wollten diese Airline weiterführen, aber das Bundeskartellamt, ne, das ja immer immer so unglaublich oft einschreitet, bei vielen Fusionen nämlich überhaupt gar nicht. Aber da schritt das Bundeskartellamt ein und verweigerte diesen Verkauf zugunsten des Monopols der Lufthansa. Es sollte einfach nur eine große deutsche Fluglinie geben und die Interflug musste deswegen kaputt gemacht werden. Die ausländischen Airlines haben sogar dagegen geklagt, gegen diese Einmischung des Staates in diesen Kauf oder Nichtkauf dann, aber das war natürlich ohne Aussicht. Die Interflug lässt man einfach pleite gehen und die Lufthansa braucht nur abwarten, bis die kaputt und am Boden liegt. Hat das auch dann rausgezögert, hat immer gesagt, ja, vielleicht und natürlich, wir helfen euch, aber natürlich rausgezögert, weil die haben genau gewusst, wenn die Interflug pleite geht, dann können wir uns die brauchbaren Sachen einfach von Abel und Ei einsammeln. Ja, zu einem noch engeren Schulterschluss zwischen der Treuhand und den westdeutschen Konzernen geht es denn, wenn man gleich vorab schon vertraglich den westdeutschen Betrieben zusichert, dass man die ostdeutsche Konkurrenz stilllegt. Das ist passiert im Fall, aufsehenserregenden Fall bei der Schließung der Kalisalzförderanlagen in Bischofferode. Die DDR ist im Weltrang in der Kalisalzförderung auf Platz 3 vor der BRD. Und das Kalisalz aus dem Osten Deutschlands, das hat eine ganz besondere Qualität und ist schon immer heiß begehrt. Also die haben nie ein Problem gehabt, ihr Zeug loszuwerden. Und zwar waren ihre Kunden nämlich die großen Düngemittelkonzerne aus Skandinavien oder Frankreich. Und dieses Kalisalz fand einfach reißenden Absatz. Die haben sich noch gar keinen Kopf gemacht und dachten auch, hey, alles cool, wir brauchen uns nicht keine Sorgen machen. Wir haben ein wirklich weltmarktfähiges Produkt. Dann wird aber bekannt, dass der Betrieb trotzdem geschlossen werden soll, warum auch immer. Und hier geht es nicht so ab wie an vielen anderen Orten, nämlich stillschweigend, sondern hier besetzen die Arbeiter das Werk und sie gehen auch in den Hungerstreik. Und der Fall wird eigentlich über die Grenzen von Bischofferode aus DDR-weit bekannt. Und das wird, man kann sagen, ein Fanal für das bisschen Widerstand, was dann gelaufen ist. Und damals kam dann die Parole auf, Bischofferode ist überall. Also überall, wo dann gestreikt wurde, wo sich gewehrt wurde, hat man die Schilder vorn weggetragen, Bischofferode ist überall. Ja, wie gesagt, die Kumpels sind in den Hungerstreik getreten. Hier sieht man auch auf dem Bild, wie das Werk besetzt ist. Aber schon während dieses ganzen Prozesses des Kampfes der Kumpel war schon längst im Hintergrund klipp und klar, dass dieses Werk geschlossen wird. Nämlich die Treuhand hat im Verborgenen mit der westdeutschen Kali-Industrie schon längst einen Vertrag abgeschlossen, den sogenannten Kali-Fusionsvertrag. In dem klar drin stand, die ostdeutsche Kali-Industrie oder Großteil davon wird stillgelegt. Zugunsten dann praktisch des westdeutschen Anbieters, der natürlich darauf aus war, dass sein Kalisalz dann das Ausschlaggebende ist. Später wird dieser Kali-Fusionsvertrag von dem Spiegel aus der Verborgenheit gezerrt und veröffentlicht. Wie gesagt, das offen zu lesen, dass den West-Kali-Werken zugesichert wird, dass die ostdeutschen Bergwerke geschlossen werden. Ich finde, hier ist auch mal eine gute Gelegenheit. Übrigens, man sollte nach Bischofferode mal googeln, weil da hat nämlich, ich glaube, das Land Thüringen eine sehr gute Homepage, wo das nochmal dargestellt wird, auch mit kurzen Videos und Zitaten, wie es abgelaufen ist. Und selbst die Landesregierung von Thüringen regt sich darüber mächtig auf. Aber nur mal ganz kurz, hier ist ein schönes Beispiel, auch mal aufzuzeigen, weil das Ende der DDR-Wirtschaft, die ja natürlich die marode Wirtschaft ist, die nichts auf die Reihe kriegt, und dieses Ende wird ja immer dargestellt, guck mal, da könnt ihr es ja sehen, ne? Unsere westdeutsche Produktion, unser Kapitalismus, der ist halt doch als Sieger aus dem Rennen gegangen. Und die Überlegenheit des Kapitalismus wird immer so ein bisschen nach oben gespielt, wenn es um das Ende der DDR geht. Aber ich finde, gerade an diesem Punkt sieht man auch die Fäulnis des Kapitalismus, weil hier einfach statt Mehrwert und Profit zu schaffen, was ja möglich gewesen wäre, hat man hier unfassbare Werte vernichtet. Denn das ist auch eine Sache, die selten dazu genannt wird. In dem Gebiet bei Bischofferode liegen, also ich sage mal jetzt mal das Wort, astronomische Mengen von diesem qualitativ hochwertigen Kalisalz liegen da unter der Erde. Und man hat einfach diese Stollen später mit Lauge und Material zugeschüttet und dieses Kalisalz unbrauchbar gemacht. Ja?
Also um mal dieses Wort astronomisch irgendwie vielleicht darzustellen, da liegen so viele Millionen Tonnen Kalisalz, dass die gesamte Region noch 30 Jahre in Lohn und Brot gestanden hätte. Das hat man einfach kaputt gemacht und wirklich vernichtet. Und anstatt die Arbeiter auszubeuten, wie es der Kapitalist ja so eigentlich machen sollte, ist er nicht mal dazu in der Lage und muss halt jetzt die millionenhaft arbeitslos gewordenen Arbeiter ernähren. Ja, manchmal sind Produktionsstandorte im Osten auch einfach zu groß, dass der westdeutschen Konkurrenz klar ist, dass wenn diese Werke hochfahren und produzieren, ja, dann sind wir mit unseren kleineren Einheiten im Westen am Ende. Dann sind wir aufgeraucht. Und diese potenziell übermächtige Konkurrenz im Westen will man, im Osten will man nicht haben. Da gibt es hier einen ganz kleinen Filmclip. Das geht hier um das größte DDR-Industrieglaswerk der DDR, nämlich das VEB-Kombinat für technisches Glas in Ilmenau. Zu DDR-Zeiten hat dieses Kombinat 100 Millionen Mark Gewinn im Jahr eingestrichen und hat 15% des riesigen Produktionsausstoßes ging in den Westexport. Zu diesem Betrieb ganz kurz der uns bekannte Detlef Scheuner. Ich hatte so ein Wahnsinnsprojekt, Glaswerk Ilmenau, mitten in Thüringer Wald, ein Monster-Glasfabrik. 12 Linien, wir machten technisches Glas und solche Dinge. Das sollte der ganze Ostblock mitversorgt werden. Der Ostblock gab es nicht mehr, der Markt. Das hätte sich das nach Westen gerichtet, aber da brauchte niemand diese Fabrik. Ich war dann bei Schott in Mainz und bei den Wettbewerbern und habe gesagt, Gottes Willen, die Kapazität. Wenn das Ding ausgefahren wird, können wir hier zumachen. Und das sagten natürlich die westdeutschen Unternehmen und Manager, hallo, der Kohl, was der hier für Kohle ausgibt, das ist unser Kohle, unser Steuergeld. Und das haben wir hier verdient. Und haben natürlich der Politik gesagt, wenn er uns jetzt die Wettbewerbssituation im Osten kaputt macht, dann kriegt er keine Steuergelder mehr. Ja, es ist halt, man muss halt wirklich diese Beispiele wie Mosaiksteine zusammensammeln. Und es gibt doch nur diese prägnanten Beispiele hier in den Filmen, aber eigentlich müsste man sich wirklich reinbegeben in die Analyse und müsste von diesen am letzten Endes 8000 Betrieben und Kombinaten wirklich mal jede einzelne Geschichte ausgraben. Aber wer soll das machen? Was muss jemand machen? Wo noch produziert wird im Osten, da kann man auch die Konkurrenz ausschalten, indem man ganz einfach die Produktion offen sabotiert. Also eine offene Sabotage. Und hier sieht man auch übrigens, was für ein Verkäufer die Treuhand ist. Nämlich, sie setzt sich nicht für ihre Ware ein. Jeder Verkäufer ist daran interessiert, seine Ware auf Hochglanz zu bringen, sie anzupreisen, dafür Werbung zu machen, sie vorher noch zu reparieren, dass sie gut verkauft wird, nicht die Treuhand. Die Treuhand erzählt den ganzen Tag nichts anderes, wie marode den Kram ist, den sie verkaufen wollen. Ja, wie gesagt, offene Sabotage an der Produktion hier an dem Fall des Kühlschrankherstellers Foron. Das ist geblieben vom Kühlschrankwerk DKK Scharfenstein, einer DDR-Firma, die ihre Produkte sogar im Westen absetzen konnte. Ab Mitte 1990, nach der D-Mark-Einführung, hatte DKK nur noch Verluste gemacht. Die Kühltruhen und Kühlschränke ließen sich nicht einmal mehr zum Herstellungspreis verkaufen. Noch aber geben die Scharfensteiner nicht auf. Entwickeln zusammen mit Greenpeace den ersten Öko-Kühlschrank der Welt, ohne das berüchtigte Treibhausgas FCKW. 70.000 Vorbestellungen gehen ein. Bei DKK schöpft man Hoffnung. Doch die Treuhand will eine Präsentation des neuen Kühlschranks verhindern. Und die übermächtige Konkurrenz aus dem Westen macht den Öko-Kühlschrank schlecht. Die westdeutschen Kühlschrankhersteller schicken ein Warnschreiben an 50.000 Händler. Sie behaupten, die Kühlmittel des DKK-Gerätes seien brennbar und deshalb Gefahrenquellen in Gebrauch. Das ist auch das Ende des Öko-Kühlschranks. Stattdessen übernimmt die Konkurrenz aus dem Westen die angeblich so gefährlichen Kühlmittel. Die sind heute weltweit Standard. Die DKK-Ingenieure aber mussten aufgeben. Das ist maßgeblich der Einfluss der Wirtschaftsverbände in Westdeutschland gewesen. Das ist im Grunde um die Frage, was hat in der DDR, in der ex-DDR Überlebenschance, was wird vernichtet, was wird weiterentwickelt, ausschließlich in die Hände geraten ist der Konkurrenten, nämlich vor allem auch der Stahlbaron, der Wirtschaftsmanager aus Westdeutschland. Die haben das Regiment übernommen, die haben darüber entschieden. Ja, diese Beispiele veranschaulichen die verschiedenen Vorgehensweisen der Treuhand und
Beispiele, klar, die machen immer alles so ein bisschen klarer und man kann sich besser vorstellen. Und doch engen sie den Blick ein und behindern so ein bisschen die Übersicht über das gesamte Zerstörungswerk der Treuhand. Denn natürlich ist im Endeffekt gar nicht mehr zu trennen, wo genau wurde ein Kombinat stromreif geschossen, um es kostengünstig abzugeben an den Westen. Wo genau hat man die Konkurrenz im gesamten stillgelegt, Beispiel Bischofferode. Wo genau wurden Bereiche aus den Ostbetrieben rausgerissen und so weiter und so fort. Es geht mehr um darum, darzustellen, dass es eben eine undurchdringliche Masse ist, dieses Vernichtungswerks oder wie man jemand genannt hat, Vernichtungsökonomie, und dass es undurchdringlich bleibt, dafür wird gesorgt. Der Skandal ist eben nicht, wie ich finde, die Wirtschaftskriminalität, die dann auch gelaufen ist, massiv, oder dieses oder jenes Beispiel, also oder dieser jeder Skandal, der hier in den Dokumentationen gezeigt wurde, sondern der Skandal an der Sache oder das wirklich Brachiale ist das ganz normale Tagesgeschäft der Treuhand. Nämlich die ganz normalen Vorgehensweisen, die wir gerade gesehen haben, und die Weichen, die gestellt wurden. Und wir haben ja auch gerade bei dem Kühlschrank das Beispiel gesehen, dass die Treuhand auch intensiv dagegen vorgegangen ist, dass diese Betriebe überleben und sich Strukturen im Osten bilden. Ja, also da kommt die Belegschaft und sagt, Leute, wir haben hier einen tollen Kühlschrank, wir wollen das Ding hier bauen, wir wollen das präsentieren. Die Treuhand sagt als Verkäufer, die ja eigentlich den Auftrag hat, dieses Werk weiterzuführen, zu sanieren, dass es kostengünstig, dass es gut verkauft wird, dass der Staat Geld einnimmt, sagt, nö, wird nicht repräsentiert und wir geben euch auch kein Geld. Ja. Und das ist eigentlich der große Skandal in der Treuhand, nämlich ihr Auftrag. Denn der Auftrag war eben nicht, die DDR-Wirtschaft mit Gewinn zu verkaufen, schon gar nicht, da irgendwas zu sanieren oder zu modernisieren. Es ging auch nicht darum, den Verlust für die Gesellschaft zu minimieren oder Strukturen am Laufen zu halten. Und weil dieser Auftrag nicht war, Sachen nach regulären Gesichtspunkten zu verkaufen, wie man es eigentlich in einer Marktwirtschaft macht, ist es auch kein Wunder, dass dann vor dem Treuhand-Untersuchungsausschuss die sachverständige Konkursverwalterin dann zu Protokoll gegeben hat. Ich habe in all diesen Unternehmen Fälle gesehen, dass alle, aber auch alle Spielregeln für eine regelrechte Privatisierung verletzt wurden. Denn wie gesagt, der Auftrag der Treuhand war ein anderer. Der Treuhand-Auftrag war, sie war der Mann fürs Grobe, um für den Kapitalisten des annektierenden Staates alles Wertvolle für diese rauszuholen, die Konkurrenz im annektierenden Staat zu beseitigen und einen umfassenden Eigentumswechsel zu vollziehen. Und dann zügig zum Abschluss zu kommen, Tatsachen zu schaffen und Nachforschungen zu behindern. Es ging nie um das Einnehmen von Geld für den Verkauf der DDR-Wirtschaft, geschweige denn um ein Weiterbetreiben derselben. Im Gegenteil, man brauchte sogar noch Staatskohle, um diesen Vernichtungsakt zu finanzieren. Und natürlich nutzten westdeutsche Konzerne und Banken natürlich die Situation aus und haben sich nochmal richtig massiv an Kohle aus den Staatskassen bedient. Die Sachen zahlen wir jetzt alle gemeinsam ab. Also wie der ideelle Gesamtkapitalist BRD praktisch, wie auf ihn Verlass war für die westdeutsche Wirtschaft, so war dann auch Verlass auf die Treuhand, die im Dienste dieses Staates für die westdeutsche Wirtschaft da war. Ja, kann man den Wahnsinn noch steigern, fragt man sich. Und man kann ihn steigern, denn nach diesen ganzen Vernichtungsmaßnahmen der Treuhand, nach diesem Verscherben, Verschenken, was wir jetzt alles gesehen haben, waren trotzdem immer noch tausende Unternehmen auf der Liste. Und jetzt hatte die Treuhand, das wird auch in einem Interview gesagt, was leider jetzt aus Zeitgründen nicht gezeigt werden kann, die haben gesagt, wir hatten jetzt ein Mängelproblem. Ja? Also uns ging das ganze Kram auf den Sack, wir wollten die Listen leer kriegen, der ganze Mist muss weg. So ungefähr das Mängelproblem war es das Problem. Ja? Jetzt war die Devise, schnell zum Ende kommen. Schnell zum Ende kommen, den ganzen Mist verscherbeln, das muss aus den Listen raus, weil wir wollen öffentlich auch sagen, wir haben unser tolles Werk abgeschlossen. Und deswegen lobte man jetzt millionenschwere Prämien aus für die sogenannten Liquidatoren der Treuhand. Also die Leute, die um die Gegend fahren und dann auf ihrer Liste einen Strich machen, weil nicht sanierungsfähig, ne? die Betriebe liquidieren. Und man lobte Prämien aus, ne? Leute, passt auf, je schneller ihr hier die Sachen stilllegt und je mehr ihr von der Liste runterkriegt, desto höher wird euer Bonus. Und die Bonuszahlungen waren gewaltig. Das ging in die Milliarden. Ich habe die Zahl nicht da, aber die Bonuszahlung generell auch die Beschäftigung von externen Beratern und Liquidatoren hat die Treuhand Unsummen für bezahlt. Das heißt also, die normalen Schritte beim Vorgehen, beim Verkauf von Unternehmen, also ich suche nach einem seriösen Käufer, ich überprüfe den, ich schaue mir an, was hinter dem steckt und so weiter und so fort. Ich passe auf, dass er seine Verträge einhält. Das war alles nur noch Ballast und Zeitverlust.
Im letzten Endes kam man auf eine Geschwindigkeit von 24 Privatisierungen pro Tag. Und man hat dann auch wirklich nahezu alle Schutzmechanismen auf Null gestellt. Ja? Also es konnte wirklich jetzt samt und sonders jeder in die Treuhand reinrennen und sich da Zeug unter den Nagel reißen. Man schafft also ein Eldorado für Wirtschaftskriminalität. Aber trotzdem in diesem ganzen, man kann jetzt sagen, Chaos, in diesem letzten Akt, die Listen freizukriegen, bleibt eins immer äußerste Regel, und zwar: den Ostdeutschen geben wir kein Geld. Oder wenn die was selber betreiben wollen, da haben wir Zeit, da wird überlegt, da werden die Konzepte abgelehnt und so weiter und so fort. Wer sich genau das mal richtig gut anschauen möchte, dem sei in der Sendung angeraten. Nämlich, das war ein Beitrag der Sendung Monitor. Und den kann man jetzt noch einsehen Das Beste aus Monitor Teil 2 heißt dieses Video, muss man sich unbedingt mal reinziehen. Und zwar, da hat die Sendung Monitor zwei Journalisten losgeschickt, hat denen einfach mal zwei Anzüge gekauft, einen Mercedes-Benz geliehen. Und dann sind die einfach mal, haben die milliardenschwere Investoren gespielt als Schauspieler. Wir vertreten hier irgendeinen Chemiekonzern in Japan, ne, und haben da richtig auf die Kacke gehauen mit Aktenkoffern und so. Und sind so in die Treuhand rein marschiert, und die haben Tatsache im Bind von 2 Wochen haben die zwei riesige Betriebe und Kombinate praktisch gekauft auf dem Papier. Die Treuhand hat das nicht gecheckt, ja. Aber das war noch nicht alles. Dann gehen diese Schauspieler von Monitor gehen dann auch noch in die Landesregierung rein und sagen: Hör mal zu hier, wir wollen hier fette Produktion hochfahren und die ganzen Betriebe erkaufen, und wie schaut es denn aus, wie ist denn hier mit Unterstützung und so. Und die Regierung hat unterschrieben, gar kein Problem. Und am Ende hätte praktisch von 3,4 Millionen Kaufpreis oder Investition, hätte der Staat auch noch 3,3 Millionen übernommen. Ja? Also zwei Schauspieler gehen da rein und kaufen einfach mal und ein Unternehmen wie den bekannten Filmfabrik Wolfen. Ja? Also es ist ein chemisches Schwergewicht in der Region und weltweit bekannt. Und das wird ihnen einfach angedreht. Ja? Und an dieser Aktion sieht man wirklich auch erstmal die Naivität und Blauäugigkeit und das ganze Desinteresse der Treuhand am Osten. Und auch mit welcher bahnbrechenden Verantwortungslosigkeit hier mit den Werten dieser Bürger umgegangen sind und vor allen Dingen auch mit einer Verantwortungslosigkeit gegenüber den Steuermitteln, die ja da auch rausgehauen wurden. Ja, übrigens, in dieser Zeit, wo die Regierung, die Staatsregierung diesen Leuten das Geld zuschreibt, millionenfach, ja, da wartet man in Wolfen, da haben nämlich in Wolfen, in dem Chemiewerk, haben die Belegschaft hat ein eigenes Konzept. Die wollen den Betrieb weiterführen. Und der andere Betrieb, der hat Magnetbänder hergestellt für Computer und Musikkassetten. Das Ding ist gut gelaufen. Und auch die hatten ein Konzept. Und die haben ewig gewartet, dass die von der Treuhand oder dem Staat Stützen kriegen. Ja? Die haben Pläne vorgelegt, wie die das weiterführen wollen. Und die haben gelauert und gelauert und haben nichts bekommen. Und diese beiden Schauspieler von Monitor reiten in die Treuhand, und denen wird die Millionen in den Arsch geblasen. Wie gesagt, sich mal anschauen. Das Beste aus Monitor. Ganz kurz nochmal zu diesem wirklich Akt des Mengenproblems und zum Kaputtkloppen. Nochmal der Treuhanddirektor Scheunert. Im folgenden Film ist dann auch der vorletzte, und dann haben wir es gleich geschafft. Wenn es ein Investor 1993 will, was brauchen von den Treuhand, was musst du denn überhaupt vorweisen? Eigentlich gar nichts, außer eine sehr gute Verbindung zu irgendeiner bestehenden Person in der Treuhand. Dann bekam man einen Termin und konnte im Prinzip sichtlich kaufen, was man wollte. Nun, es liefen einige sogenannte Investoren über die Flure, denen ich wahrscheinlich noch nicht mal einen Gebrauchtwagen verkauft hätte, die aber dort mit geradezu aufreizender Freundlichkeit empfangen und bedient wurden. Wenn man das Ding noch 3 Jahre länger hätte laufen lassen oder 5 Jahre, wäre das natürlich geordneter gegangen. Aber die Frage wäre, ob man diesen Drachen hätte irgendwann überhaupt noch durchgekriegt. Und deswegen war natürlich mit der Gier der Manager zu kalkulieren am Ende, ja, wahrscheinlich am effizientesten zu sagen: Jungs, wenn euer Direktorat zu Ende macht und alles hier breitkloppt, dann gibt es Geld. Das hat sich verheerend ausgewirkt. Das führte dazu, dass man gar nicht mehr genau hinguckte, sondern wirklich nur die Firmen von der Liste haben. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt den erstbesten Menschen, der da kommt und sagt, ich möchte diesen Betrieb haben, ihm auch andient und übergibt. Man hätte schon ein bisschen mehr auswählen können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Ja, soweit zum Ende der Behörde mit Namen Treuhand und ihren Arbeitsweisen. Wie gesagt, wir haben ja aber beim Titelbild gesehen, dass dann das Schild abgeschraubt wurde von der
Steuerzentrale. Aber damit ist die Arbeit nicht beendet. Die Annexion der DDR, der ökonomische Aspekt geht weiter. Nicht mehr so in den Schlagzeilen, nicht mehr so laut. Die Treuhand ist raus aus dem Scheinwerfer. Sie hat jetzt einen anderen Namen bekommen. Sie heißt Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, BVS. Ganz bewusst ein unmöglich aussprechbarer Name. Und wie gesagt, diese weiterführende Eigentumstransfer in den Westen stößt nur noch manchmal durch die Oberfläche, wenn mal, wie gesagt, 10.000 Hektar Ackerland vom Osten in den Westen geramscht werden. Noch ganz kurz als letzten Film auch den Treuhanddirektor Norman von Scharpenberg über das Ende der Treuhand und über den neuen Namen. Dass man die von Ressentiment beladene Treuhandanstalt mit diesem Namen bei der Gelegenheit aus der Welt schaffte, war sicher eine positive Begleiterscheinung. Die Hauptnachfolgeorganisation hieß ja Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, BVS. Es fällt ihm vermutlich auf, dass das ein entsetzlicher Name ist. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich ihn erfunden habe. Denn der Sinn dieses Namens war, dass er nicht mehr eingängig ist. Und dass damit einfach diese ganze BVS etwas unter den Wahrnehmungshorizont runtergezogen wurde. Eine Nebenbemerkung war dieselbe Rechtsperson, die hat lediglich einen anderen Namen bekommen, sonst hat er da nichts geändert. Ja, zum letzten Punkt, die letzte Zusammenfassung. Die Treuhand stellt sich offen in den Dienst der westdeutschen Wirtschaft gegen die werden veröffentlicht, Verkäufe an ausländische Investoren verhindert, wirtschaftlicher Erfolg der Ostbetriebe sabotiert, DDR-Betriebe zu ihrem Schaden zerlegt oder ostdeutsche Produktion zugunsten der Westkonkurrenz gleich ganz stillgelegt. Nachdem die Maßnahmen des Staatsapparates, allem voran die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die der DDR ihre Absatzmärkte entzog, dafür gesorgt hatten, dass vom Großteil der DDR-Betriebe kein Ertrag mehr zu erwarten war, werden diese von der Treuhand genau nach diesen auf null gefahrenen Ertragserwartungen bewertet. Substanzwerte in Milliardenhöhe werden so auf Papier ausgelöscht und quasi an westdeutsche Investoren verschenkt oder vernichtet. Dazu schüttet der Staat über gewaltige Förder- und Subventionsprogramme zusätzlich in die Kassen der Investoren, alles auf Kosten der Steuerzahler in Ost und West. Die Betriebe im Osten gehen ungeachtet ihrer Aussichten leer aus. Ihnen wird oft zu spät oder gar keine Hilfe gewährt. Eigene Strukturen im Osten sind nicht erwünscht. Diese Maßnahmen sind auch Gradmesser für den Fäulnisgrad der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Oft kann nur noch zerschlagen werden, damit es kein anderer bekommt. Selbst das Kerngeschäft des Kapitalismus, die Ausbeutung von Arbeitskraft, wird millionenfach stillgelegt. Millionen arbeitslose Arbeiter im Osten müssen nun vom Staat ernährt werden. Das war der inhaltliche Teil des Referats. Ich versuche mich jetzt an einem Fazit. Auch jetzt noch keine Pause oder so? Okay. Ich würde sagen, wir können ja nach dem Fazit eine Viertelstunde Pause machen. Okay, dann machen wir das so. Also, ich versuche mal ein Fazit, ja. Wir haben jetzt einen Blick ins Thema bekommen, obwohl es jetzt ziemlich lang gezogen war, ist es doch nur ein kleiner Einblick. Aber hoffentlich wurde mein Referat einigermaßen verfolgt und lässt den Schluss zu, dass 1990 der Rechtsnachfolger Nazi-Deutschlands, die BRD, einen Staat annektiert hat, die DDR mindestens ökonomisch feindlich übernommen hat. Und das ist zu registrieren und sollte in der politischen Arbeit im Agieren der Linken in Deutschland in Rechnung gestellt werden. Weiterhin wird es in Breite nicht registriert und weiterhin ist es in Aktionen und Publikationen nicht in Rechnung gestellt in der Linken. Wenn man eine Reaktion auf die DDR-Annexionen registrieren kann, dann ist es, dass man sich doch sehr darüber auslässt, wie fehlerhaft, mittelmäßig bis überflüssig oder mindestens dolle unrevolutionär die DDR war. Wieso solche Prioritätensetzung, fragt man sich, da doch die Deutsche Linke und die Arbeiterbewegung sich beim Verhindern von Deutschland ausgehender Katastrophen doch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Die Annexion der DDR ist ein Verbrechen und vom Zerstörungspotenzial her an gesellschaftlichem Reichtum kommen nicht mal Naturkatastrophen und schwere Weltwirtschaftskrisen, nicht mal der Weltkrieg kommt in die Nähe dieses Zerstörungspotenzials.
Verursacht wurde diese Zerstörung durch die gleichen, die auch diesen Weltkrieg verursacht haben, nämlich deutsche Banken und Konzerne. Die Beute hat diesen Staat, also dieses Einnehmen der DDR, hat diesen Staat zum Hegemon in Europas aufsteigen lassen. Und das hatten wir ja schon mal. Und die DDR wurde ja gegründet, dass nie wieder sowas passiert, was wir ja schon mal hatten. Die Annexion wird bestenfalls in Jahrestagen von einer Minderheit thematisiert. Und wenn es gut läuft, dann geht es um das punktuelle Abarbeiten an der Strohpuppe Treuhand. Dann mit dem Schlutzers ist nun mal passiert. War nicht ganz super gelaufen, diese Einheit, aber wir gehen weiter im Programm. Oftmals wird dann auch gesagt, das ist eine schlecht gelaufene Einheit, aber doch wegen einer abstrakten Freiheit war sie auf jeden Fall notwendig, war eine notwendige Wiedervereinigung, weil man musste ja die von bösen DDR-Machthabern durchgeführte Spaltung Deutschlands beenden. Dem ist nicht so. Ich glaube, dass diese Herangehensweise nachvollziehbar ist, weil es uns einfach Türen öffnet, weil die DDR einfach nicht en vogue ist. Und wer möchte sich auch schon mit dem Unrechtsstaat abgeben? Aber wir sollten uns doch fragen, ob wir durch diese Türen gehen wollen, die uns die Distanzierung von der DDR eröffnet. Ja, soweit zum Rummeckern. Aber ich möchte auch zu den Möglichkeiten was sagen. Denn wenn wir mit den Leuten über die Annexion reden, wenn wir dieses Thema auf den Tisch packen, dann geht es unweigerlich, und das haben wir bei unserer Ausstellung auf den Straßen und Plätzen in Berlin erlebt, geht es immer um die wesentlichen Dinge. Denn dann reden wir über das deutsche Kapital, wir reden über die BASF, wir reden über Deutsche Bank und dass der Osten von diesen niedergemacht wurde und deswegen auch heute wieder diese Unternehmen die größten der Welt sind oder zu den größten der Welt gehören. Und wir reden dann auch auf der Straße mit den Leuten über die DDR als eine friedenssichernde Maßnahme und die deswegen auch weg musste und weniger wegen ihrer maroden Wirtschaft. Was das Besondere an diesem Thema ist, dass wir halt nicht mehr mit Leuten reden mit den Füßen in der Wolke, sondern unsere Gesprächspartner, nämlich die DDR-Bürger, sind die Leute, die dabei waren, als deutsche Banken und Konzerne ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Wie gesagt, dieses Thema ist ein besonderes, es berührt einfach Millionen und kann viele aktivieren gegen Krieg und Faschismus, das haben wir festgestellt. Und man sollte es nutzen. Und dieses Thema sollte mindestens in jeder Aktion und Publikation, die sich gegen deutschen Imperialismus richtet, im Osten sowieso, sollte dieses Thema auf jeden Fall dabei sein. Denn auch die Kämpfe dagegen sind für uns eine wichtige Sache, denn im Bischofferode ging es auch ums Kampf gegen das westdeutsche Kapital, wenn auch zu spät. Aber wenn schon unsere Eltern nicht geschafft haben, dass Bischofferode dann überall war, sollten wir doch vielleicht versuchen, dass wir von überall her mal nach Bischofferode fahren. Mit dem Zug oder dem Auto, aber auf jeden Fall mindestens im Kopf. Ja, ich danke um die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Ringo, für den Vortrag bis hierhin. Genau, ich würde sagen, wir machen eine Viertelstunde Pause. Und genau, ihr könnt ja schon mal eure Fragen oder so und so weiter in den Chat schreiben. Ich sehe, das wird schon fleißig gemacht. Und ja, um 15:45 treffen wir uns hier wieder. So, dann, es ist 15:45, machen wir jetzt weiter. Also eine Frage wurde ja im Chat bereits geantwortet und Tom hatte sich noch gemeldet. Ja genau, ich wollte mich einfach nur nochmal mit einem Wortbeitrag für den tollen Vortrag bedanken. Ich fand es richtig gut und ich fühle mich super gut informiert. Habe jetzt auch gar nicht, weil es auch echt ziemlich viel war, aber dadurch, dass ich es echt klasse und informativ und auch so gut aufbereitet fand, dass es jetzt dass es gut eingänglich war, gar keine Probleme gehabt zu folgen. Ich werde mir aber auf jeden Fall die Aufzeichnung für die ganzen Details nochmal anschauen. Aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis. Und zwar, der Verein hat zu der Ausstellung einen Katalog rausgegeben. Ja, und in diesem Katalog sind nochmal alle Zusammenhänge viel klarer dargestellt, als ich das in meinem Gefasel überhaupt machen konnte. Und zwar nicht nur die Treuhandgeschichten, sondern auch DDR-Gründung, Wirtschaftsleistung, Wirtschaftsaufbau, alles massenhaft Quellen hinterlegt. Also wer sich diese Broschüre von dem Verein besorgt, da ist dieses Referat nochmal super drin aufgehoben.
Okay, super. Dann hat sich Kai noch gemeldet. Mhm. Ich hätte noch eine Nachfrage zur Verschuldungs-Altschulden. Ich habe verstanden und auch gelernt, dass diese errechneten Schulden aus den ganzen Zinsen ein krasses Ding waren. Allerdings bei den Altschulden sind ja auch immer die Schulden vor 89 relevant, die quasi dieses, die vorher, die, die, die Pleite, die quasi vorher bestand, die, die Zinsen, die Sachen, die halt irgendwie Strauß die paar Jahre vorher angeboten hatte, beziehungsweise gezahlt hatte, dieses Ding mit, könnt ihr nicht die Mauer an uns verkaufen, damit wir noch irgendwo Schulden sparen. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen drauf eingehen, was da dran war oder was da nicht dran war? Also hier geht es ja wirklich darum, dass praktisch aus diesen fiktiven, also einfach fiktive Kredite erschaffen wurden und diese Schulden erfunden wurden. Das sind die Altschulden. Was jetzt die Staatsschulden der DDR betrifft, da wurden ja auch viel blödes Zeug drüber geschrieben. Bei den Schulden zum RGW war es am Ende sogar noch ausgeglichen und sogar hat die DDR noch Außenstände gehabt im RGW. Die Staatsverschuldung der DDR in Richtung Westen war viel geringer, als gesagt wurde, weil da viele Sachen nicht eingeflossen sind. Die Deutsche Bundesbank hat da super drüber einen Bericht geschrieben über die Staatsverschuldung der DDR. Aber das ist ja hier nicht eingeflossen in diese Frage. Ansonsten wurden diese Schulden natürlich übernommen von der BRD, diese Staatsschulden. Das waren, glaube ich, knapp 124 Milliarden oder so. Ich weiß nicht genau auf dem Dings. Bei der Schuldenbilanz der DDR wird immer aufgeführt, also die normale Verschuldung, die da war zum kapitalistischen Ausland, die wird aufgeführt. Die war übrigens weit unter dem, was die EU als Richtlinie für Überschuldung ist. Also die DDR war da schuldenstandsmäßig auf jeden Fall im Mittelfeld und andere Staaten in Europa viel höher verschuldet. Diese Schulden werden aufgeführt von der DDR als Staatsverschuldung und obendrauf kommen immer noch die vereinigungsbedingten Altschulden oder Sonderschulden, dieser Komplex. Um den ging es hier. Die Stahlschulden wurden natürlich übernommen von der BRD, aber wenn man sich mal die Gewinne anschaut, die aus der Wiedervereinigung rausgezogen wurden, jetzt nicht nur, weil man die Staatskassen geplündert hat, der BRD, oder weil man jetzt sich da Sachen verändert hat im Osten, sondern auch um den ganzen Absatzmarkt DDR, der ja von heute auf morgen der westdeutschen Industrie zur Verfügung stand, und auch praktisch die Märkte, die man dann liefern konnte, sind, also wenn man jetzt die reinen Staatsschulden der BRD anguckt, hat die BRD, also haben westdeutsche Unternehmen weitaus mehr eingenommen, als denn diese Staatsverschuldung der DDR im Staatshaushalt der BRD ausgemacht hätten. Und diese Kredite von Strauß, die waren gut für die DDR, weil nach außen dann konnte man zeigen, schaut mal hier, die BRD gibt uns Kredite, wir sind super kreditwürdig und konnten damit die Banken beruhigen. Aber von der Menge her waren 3 Milliarden natürlich einfach ein Witz. Also die DDR wäre einfach auch ohne diese Schulden, wäre sie nicht zahlungsunfähig geworden. Es gab da Reserven und die DDR war ebenfalls finanziell in normalen Mitteln aufgestellt. Also deswegen ist das mit den Altschulden jetzt nicht in einen Topf zu schmeißen, würde ich sagen. Dann gibt es noch eine Frage. Kannst du noch mal den Unterschied zwischen Staatsschulden und Altschulden erklären? Also Altschulden. Also Altschulden ist eine Begrifflichkeit, von die dann nach dem Anschluss eingeführt wurde. Man hat einfach, wie gesagt, wie wir in dem Film gesehen haben, einfach die Zahlungen, also die staatlichen Banken der DDR haben an die Kombinate Zahlungen gegeben aus dem gesellschaftlichen Fonds der DDR. Also praktisch den Kombinaten wurde Geld zurückgegeben, damit sie produzieren können, Löhne zahlen können und so weiter. Und just mit dem Tag der Wiedervereinigung hat man so getan, als wenn diese Zahlungen, die aber im System in sich ausgeglichen waren, weil die Kombinaten hatten ja vorher ihre Gewinne in diesen Fonds eingezahlt, sind jetzt auf einmal Schulden. Also praktisch erfundene, fiktive Schulden. Und das wird als Altschulden bezeichnet. Und die Staatsverschuldung ist die Schulden, die DDR, also jetzt beispielsweise es gab eine Außen- und innere Verschuldung, aber jetzt mal die Außenverschuldung. Die Staatsverschuldung ist, welche Schulden der Staat DDR bei anderen Staaten auf der Welt hat oder bei ausländischen Banken. Das ist die Staatsverschuldung nach außen. In Richtung westliche Länder war es ein überschaubarer, kontrollierbarer Wert. In Richtung RGW hat die DDR überhaupt gar keine Schulden gehabt, sondern mehr Außenstände. Das ist der Unterschied. Altschulden sind die aus dem Fiktiven entstandenen, die einfach zu Schulden gemacht wurden. Und Staatsverschuldung ist die Verschuldung des Staates DDR bei ausländischen Banken, wenn es um die Außenschulden geht. Okay, dann gibt es noch eine Frage zu den Altschulden. Und zwar, die Altschulden waren dann aber nur für das eine Jahr, wo die Staatsbank dann Privatbank wurde, oder?
Nein, also mit dem Kauf der staatlichen Bank der DDR haben die westlichen Banken die Kreditforderungen erhalten. Dann haben die Briefe geschickt an den Kombinator und Betriebe. Ihr habt ab heute hier bei uns, was ich was, 500 Millionen DM Schulden und die zahlt er bei uns ab. Und entweder die Betriebe und Kombinate konnten das abzahlen, in den meisten Fällen konnten sie es nicht zahlen. Dann hat praktisch der Staat dafür garantiert und hat der Staat dieser westdeutschen Bank diese fiktiven Schulden gezahlt. Also sie wurden abgezahlt. Wenn es die Kombinate und Betriebe nicht konnten, hat es der Staat abgezahlt. Bei der Wohnungsverwaltung war das genauso. Und die Wohnungsverwaltung haben ja, um auch diese Schulden abzahlen zu können, massenhaft Wohnungen verkauft. Also das hat keine Frage von einem Jahr oder zwei Jahren, sondern die bundesdeutschen Banken haben diese Kreditforderungen gestellt und das Geld wurde ihnen gezahlt. Ob nur über den Staat, also die Steuerkasse, oder über die verschuldeten Unternehmen in der DDR. Worauf meine Frage hinauslief, war, was diese Schulden waren, so wie ich das am Anfang verstanden hatte in deinem Vortrag, war das die Unternehmen kriegen am Anfang des Jahres vom Staat das Geld, um Ressourcen einzukaufen. Am Ende geht halt alles, das was an Gewinn wurde, wieder zurück. Das heißt, quasi jedes Jahr wird einmal diese Ausgaben gemacht und die wurden halt jetzt beschuldet quasi. Fiktiv. Also ich habe keine Informationen über den Takt, in dem diese Zahlungen stattfanden. Als Beispiel jetzt, entschuldige, nein, also den Takt auch keine Ahnung, nur das heißt, es wurde bei den Altschulden gesagt, akkumuliert für seit 1950 habt ihr quasi jedes Jahr so und so viel bekommen? Nein, das glaube ich nicht. Es wurde einfach auf die ich weiß nicht, wo da ein Cut gemacht wurde oder wie es überhaupt gelaufen ist, aber es wurde einfach auf die aktuellen, auf die Zahlung geschaut. Ja, ich weiß gar nicht genau, an welchem Zeitpunkt das denn gemacht wurde. Aber bei dem Betrag von 177 Milliarden, ich weiß nicht, ob das ein Jahresbetrag war, kann ich sagen. Aber ich weiß auch nicht, wo die den Cut gemacht haben. Nee, kann ich dann nicht beantworten, die Frage praktisch, für welchen Zeitraum diese Schulden. Ich glaube nicht für den gesamten Zeitraum der DDR, das glaube ich nicht. Aber da kann ich die Frage nicht beantworten. Nee, da weiß ich nicht, in welchem Zeitabschnitt jetzt die Bank gesagt hat, hier machen wir ein Standbild und ab hier ist es dann ein machenschaftlicher Kredit, das weiß ich nicht.